moin, liebe Leute, FreundInnen und PlunzenwächterInnen. Wir sind die Kopfkracher. Gescher und Fredanko. Und das ist unser Podcast. Jo. Heutige Folge: Frauen oder sollte man das Geschlecht nicht besser auslaufen lassen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Titel wirklich verwenden sollten. Aber vielleicht. Klammer auf. Ja. Ich bin ja noch nicht fertig. Ach so. Kann Sexismus witzig sein? Mhm. Antwort: Ja, aber wir können trotzdem drüber reden. Okay, alles klar. Also deine Haltung steht schon mal fest, aber vielleicht sollten wir uns dann auch bei Gelegenheit noch jemanden dazu holen, der davon Ahnung hat. Möchtest du mir vielleicht erstmal sagen, was Phase ist oder die Lage? Ich will erstmal fragen, wie ist die Lage, was ist Phase? Das machen wir doch immer zuerst. Also ich habe in letzter Zeit sehr oft den Ausspruch "Okay, Boomer" auf meiner Zunge, aber er kommt nicht raus, aus Respekt. So, das ist bei mir gerade Phase. Und bei dir so? Oh, okay, Boomer? Mhm. Soll ich nachfragen oder willst du noch was sagen dazu? Es sind die Menschen, die mich umgeben. Also, du kennst das Meme nicht, alles klar. Ich weiß nicht, wenn du gerade im Zoo bist, dann gehörst du mutmaßlicherweise dazu. Und wir können einfach mit dem Podcast starten. Es sei denn, du möchtest auch noch sagen, was bei dir gerade Phase ist. Ich weiß nicht, wenn das schon der erste Angriff auf mich war heute. Du bist immer noch in der letzten Wrestling-Folge drin, habe ich das Gefühl. Aber ich bin dein Partner. Wir waren das Take-Team. Ja, das ist richtig. Und ich weiß auch gar nicht, was dabei rausgekommen ist bei der letzten Folge. Wer da jetzt eigentlich gewonnen hat? Ja. Waren wir das oder war das die andere Gruppe? Denn wenn das die andere Gruppe war, dann lag es an dir. Moment mal. Wir klären das in der nächsten Folge auf, weil jetzt ist ja der Monat noch nicht zu Ende. Wir greifen ja ein bisschen vor. Wir produzieren ja jetzt vor. Ach so. Ah. So, was sagst du zu meinem Song beim letzten? Willst du dazu noch was sagen? Ja, meine Einschätzung, meine ursprüngliche, kam dem schon recht nahe, würde ich sagen. Hast du gesagt, ich schäme mich für das, was jetzt kommt oder so? So ungefähr. Aha. Also ja. Ich hab jetzt auch nicht viel mehr erwartet. Also die Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt. Das sagst du jedes Mal, wenn ich dir eine Song-Idee präsentiere. Nun ja. Gut, wenn nichts weiter ist, dann Okay Boomer. Kennst du das wirklich nicht? Nee. Okay, Okay, Boomer ist ein Ausspruch, der, stell dir vor, da ist jemand, der ist, ich sage mal so, irgendwas zwischen 51 und 60, sagt man normalerweise, das sind die sogenannten Boomer. Ach, die Babyboomer. Und die kommen ja immer mit sehr weisen Sprüchen daher. Ja. Die überhaupt nicht weiterhelfen, aber die einfach auf die Nerven gehen. Ah, und dann ist das ein ironisches In-Ordnung-Boomer. Richtig. So. Ja, jetzt hast du es. Ja, nee, mit solchen Leuten umgebe ich mich eigentlich nicht. Ja, weiß ich habe ja nicht. Eigentlich eher Zehnjährige in meinem Berufsalltag. Zu denen sage ich nie, okay, Boomer. Und die sagen dir das auch nicht, das ist wichtig. Noch nicht, das kommt noch. Ja. So, jetzt aber zum Thema, oder? Ja, also du wolltest irgendwie über Frauen sprechen. Ich bin keine Frau, du bist keine Frau, was ist da los? Ich finde es wichtig, dass das jetzt mal in einer Männerrunde diskutiert wird. Mir wird jetzt wichtig, dass wir beide mal so unsere Geschichten so ein bisschen erzählen. Und weißt du, es hat sich irgendwie etabliert, finde ich, im Fernsehen, dass da immer werden so Betroffene eingeladen. Das stört mich total. Ich würde auch gerne einfach mal so ein bisschen, weißt du, stell dir mal vor, wir hätten jetzt jemanden, der uns immer, ja, oder die uns immer unterbricht, ja, Frauen jetzt an der Stelle. Mhm, und die würde immer sagen, Moment mal, so kann man das nicht sehen. Mhm. Oder habt ihr schon mal eine andere Sichtweise ausprobiert? Mich stört das. Mhm. Ich würde sagen, wir holen uns trotzdem vielleicht jemanden dazu, der sich ein bisschen damit auskennt. Ich habe einen besseren Plan. Wir holen uns nicht jemanden dazu, der sich damit auskennt, sondern wir werfen das Karussell an und wir nehmen wieder den Ersten, der da reingeht und egal, ob der sich damit auskennt oder nicht. Okay, okay. Wirf das Karussell an. Ich werf das Karussell an. So. So, ist jetzt jemand da? Hallo? Hallo? Ah, siehst du, das hat geklappt. Es hat wieder einmal geklappt. Ich liebe mein Karussell. Die Chance ist sehr, sehr groß, dass die Person, die jetzt da ist, mehr Ahnung hat als du. Weil? Das ist einfach eine grundsätzliche Chance. Jetzt würde ich... ist eben die Frage, wer bist du denn überhaupt? Wer ist denn da? Hi, ich bin die Charlotte und ich bin Studentin der sozialen Arbeit. Und ich habe das Gefühl, ich habe so viel heute mit dem Fredanko zu besprechen. Ich glaube. Mit dem Fredanko? Ups. Nur mit dem Fredanko? Ups. Ich bin schon raus, oder was? Wir sind hier voll auf einer Wellenlänge. Ich bin auch immer der Meinung, dass Betroffene
in Talks erstmal nichts zu suchen haben. Warte mal. Bei so Gesprächen. Das war ja privat. Es war gerade, es war ja nicht öffentlich. Moment mal, und die Konsequenz ist, ich bin raus. deswegen hi und bye. Hi, hi and fire. Also Charlotte, Moment mal. Erstmal begrüßen wir dich. Das ist ja toll, dass du da bist. So, du bist Studentin der sozialen Arbeit. Das sind die über Gefühle reden und dich groß angucken und sagen, und, wie geht's dir jetzt damit? Und welche Farbe hat dein Gefühl? Sowas? Genau, ja, genau. Das kenne ich. Siehst ja, du, das ich sag doch, die Wellenlänge ist da. Oh Mann, super. Okay, wo studierst du denn? Ich habe meinen Bachelor in Berlin gemacht und mache jetzt gerade meinen Master an einer Fernhochschule. Ja, das musst du jetzt noch kurz sagen. Wohnst du gerade noch in Berlin, oder? Ich wohne in Berlin, bin Berlinerin. Wir müssen dich ja einordnen können. Okay, wir haben eine Berlinerin in der Leitung. Weißt du, was ich meine, Gescher? Da müssen wir ganz anders reden. Ich bin gleich ganz heimatlich. Ich hatte es befürchtet. Gut. So. Jetzt Moment. Oh nein. Gescher ist ja auch so ein Wahlberliner gewesen. Welcher Stadtteil denn von Berlin? Wir müssen wirklich jetzt hier, solche Sachen müssen geklärt werden. Das darf ich eigentlich gar nicht verraten. Das ist eine ganz, ganz elitäre Ecke in Steglitz. Da habe ich ja auch gewohnt. Nein, Gescher, da hast du auch gewohnt. Deswegen auch die elitäre Ecke. Du hast sie geprägt. Ja, genau. Das ist halt die intellektuelle Ecke von Berlin. Gescher kam, sah und formte, wie er das immer so macht. Und er sah, dass es gut war und ist wieder weitergegangen. Oh. Nach Pankow. Mensch. Deswegen hinterlässt eine Schule. Und dann weiter nach Lichtenberg. Das war so, ja, schon ein Aufstieg auch. Ja, sozialer Abstieg. Genau das wollte ich gerade vermeiden. So, jetzt passt auf. Jetzt kommt mein erstes Vorurteil, wo wir bei Frauen sind. Ich springe gleich in die Materie. Ja. Wir schwafeln. Okay. Sobald du da drin warst, Charlotte, entschuldige. Aber wir kommen nicht zum Thema. Jetzt haben wir über Berlin und so. Das ist ja nicht das Thema. Fredanko, ich habe eure letzten Podcasts gehört. Willst du mich ja eigentlich gerade verarschen? Wieso? Ihr schwafelt immer. Nee. Ihr seid die Schwafelkönige. Ich bitte dich. Wir sind konkret am Thema drin. Wir sind wirklich am Puls. Wenn das Thema so der Puls ist, dann schwingen wir damit. Normalerweise. Ja, genau. Ihr schwingt vor und zurück und dann... Manchmal ein bisschen mehr vor und ein bisschen mehr zurück. Okay, gut. Ich nehme meinen Einwand zurück. Danke an der Stelle. Gut, Charlotte, hast du denn noch eine Frage an uns? Erstmal im Vorfeld. Ja, es fiel ganz am Anfang viel ein Begriff. Frau. Den ich so noch nicht gehört hatte. Ja. Es hatte was mit Plunze zu tun und da habe ich aufgehorcht. Das fand ich spannend. Und der ist mir auch vorher in euren Podcast so noch nicht aufgefallen. Deswegen dachte ich, es gibt vielleicht einen kleinen Insider, eine kleine Geschichte zum. Würdest du das Wort nochmal sagen, Friedrich? Plunzenwächter. Warum muss ich das nochmal sagen? Gut. Ganz genau. Plunzenwächter, ja. Ja, wir haben doch jetzt gerade so eine Ebene. Ich weiß, ich spüre es auch. Ich spüre es, ich liebe dieses Karussell immer mehr. Da kommen nur gute Leute raus. So, Plunzenwächter, Gescher, möchtest du mal, also ich kann Folgendes dazu erklären. Es ist lange, lange her. Ja. Es waren die 80er und du hattest ein Atari. C64. Das lief auf mir. Das ist ein Spiel. Also wir haben es auf dem C64 gespielt. Es war ein Spiel, das nannte sich Superglass. Das wurde aber später auch nochmal überarbeitet, dann nannte es sich einfach nur noch Superspiel. Superspiel. Oder ich weiß gar nicht, ob ich das so. Ja, Superspiel. Komplett neue, ein Remake quasi. Das war ein. Also da wurde eigentlich nur der Titel ausgetauscht. Ansonsten war das identisch. Da waren Menschen, die hatten einen ähnlichen Humor wie wir damals und ich würde auch sagen heute. Und die haben sich überlegt, hey, wir können wenig programmieren, aber das, was wir programmieren können, das schöpfen wir mal voll aus. Das passt. Dieses Spiel bestand darin, dass man am Anfang, also herzlich willkommen, bla bla bla, und dann hat man eine, ich weiß es nicht mehr, ich glaube so 16-seitige Anleitung durchgelesen, die komplett wirr war. Erstens das und man musste ständig Angaben machen. Also es kam die Frage, bist du männlich oder weiblich? Genau. Da musstest du sagen, ja, okay, männlich. Bist du jung oder alt? Jung. Bist du sportlich oder nicht? Nein. So, also es kamen sehr, sehr, sehr viele Fragen. Sehr viele Fragen. Unangenehm. Möchten Sie mit Wind spielen oder gegen den Wind? Möchten Sie von oben oder nach unten spielen? Und so weiter. Und du denkst dir immer so, was für ein Spiel. Ich hätte mir die Anleitung vielleicht doch besser durchlesen sollen, wenn das ja alles so eine Rolle spielt.
Und nach diesen ganzen Fragen, ich weiß nicht, wie viele das waren, keine Ahnung, 50? 20, glaube ich. Keine Ahnung, es kam mir jedenfalls, es waren viele, viele Fragen. Als letzte Frage kam, glaube ich, möchtest du Punkte haben? Wie viele Punkte möchten Sie haben? Stimmt, das kam auch als Frage. Ich liebe es, wie konkret ihr am Thema bleibt, überhaupt nicht ins Schwafeln kommt oder abschweift. Das ist großartig. Wir haben das ja auch nicht nur einmal gespielt. Es ist schon sehr lange her. Wir müssen uns wieder erinnern. Wir müssen das reaktivieren, unser Wissen. Aber es kam dann die Frage, möchten Sie Punkte haben? Ja. Und wenn du dort Nein eingegeben hast, dann kam falsch. Sie möchten Punkte haben. Wie viele Punkte möchten Sie haben? Und dann kam irgendwie, du hast, weiß ich, 20 eingegeben oder sowas. Und dann kam Nein. Du möchtest 800 Punkte haben. Okay. Und dann kam halt 800 Punkte. Der ganze Bildschirm war halt mit Punkten gefüllt. Und danach kam dann einfach nur noch, wenn Sie jetzt die Taste X drücken, haben Sie gewonnen. Und wenn du dann die Taste X gedrückt hast, dann durftest du dich Oberplunz nennen. Und dann kam eine Umrechnung, dass drei Oberplunzen sind ein Bonoro oder sowas und drei Bonoro kannst du wieder eintauschen gegen ein noch was. Und es war sehr, ich war damals zu klein, um das zu verstehen. Ich habe es erst später verstanden, als ich dann das nochmal gespielt habe. Aber Gescher hat das stundenlang auch manchmal gespielt. Ich habe das stundenlang gespielt. Und das hat mich so sehr geprägt, das muss man jetzt auch nochmal sagen, und die ein bisschen mehr in die Jetztzeit holen, dass es bei meiner Band Clash Clash Bang Bang, da gibt es ja ein Hörspiel. Und bei diesem Hörspiel gibt es ein Spiel, das die vier ProtagonistInnen immer wieder spielen. Und das ist das Plunzenspiel. Da habe ich nämlich diese Idee einfach neu aufgewärmt, habe das irgendwie mit Spielregeln aus Schach und Doppelkopf verfeinert. Und er kennt es nicht. Genau. Und dann am Ende der oder die Gewinnerin, das ist dann auf jeden Fall der Oberplunz. Also man kann gewinnen. Irgendjemand muss ja auf dieses Spiel aufpassen und das ist dann auf jeden Fall der oder die Plunzenwächterin. Würde ich sagen. Ich werde verrückt. Und schon sind wir wieder dabei. Aber das Thema ist ja jetzt nicht Clash, Clash, Bang, Bang, sondern Frauen. So. Mhm. Wie fühlst du dich in der Rolle, Gescher, einer Frau jetzt was zu erklären? Ist das für dich schon Sexismus? Ich erkläre auch dir sehr viel. Ich weiß gar nicht, was das dann wäre. Aber ich kenne das Spiel Superglass. Das stimmt. Wir haben ja jetzt das Glück, dass Charlotte sich in dem Thema auskennt. Und wir sind ja aneinander geeckt, Gescher, in der einen Folge. Darf ich das nochmal rekapitulieren? Okay, gut. Fredanko, rekapitulieren. Ja, es war die Situation, eine Frage, was wäre wenn? Und da ging es um Neujahresvorsätze. Mhm. Und die Frage, die ich an dich stellte, Gescher, war, wie würdest du reagieren, wenn eine Frau bei dir klingeln würde und würde sagen, tut mir leid, du stehst auf meiner Vorsatzliste. So, wir müssen jetzt zusammen in die Kiste hüpfen. Mhm. So, und du stehst jetzt vor dem moralischen Dilemma zu sagen, mache ich das jetzt ihr zum Gefallen? So, eigentlich will ich vielleicht gar nicht. Oder es steht ja auf ihrer, es steht ja auf ihrer Vorsatzliste und du willst dir die eigentlich nicht kaputt machen. Genau. Sie setzt dich moralisch unter Druck. Okay. So, und dieses Szenario hast du angekreidet. Mein Punkt ist einfach, dass dieses Bild selbst, dass mir das unfassbar unangenehm ist, dass da zwei Typen darüber fabulieren, dass dort eine Frau als sexuell verfügbares Objekt vor der Tür steht. Mhm. Das, in der Situation selbst wusste ich nicht so richtig, warum ich das, also mir war das auch in der Situation selbst, also als wir den Podcast aufgenommen hatten, ein bisschen unangenehm, aber ich konnte es noch nicht richtig zuordnen. Und als ich das Ganze dann irgendwie nachbearbeitet habe, da habe ich dann gemerkt, das fühlt sich sehr, sehr unangenehm an. Da sollten wir nochmal jemanden dazu holen, der sich da mit uns auseinandersetzt. Und jetzt haben wir Charlotte hier und Charlotte wird wahrscheinlich sagen, ist doch alles easy, ist überhaupt kein Problem. Moment mal. Und dann sitze ich hier und denke so, okay, wofür der ganze Aufwand? Könnte es auch einfach sein, Gescher, dass du unfassbar... Ich gehe dann mal wieder. Gescher, dass du unfassbar verklemmt bist. Vielleicht liegt es ja auch daran. Ja, eben nicht. Ach so. Ja, dann. Charlotte, du also, als Expertin und Frau... Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Podcast angehört habe, ist mir das gar nicht sauer aufgestoßen, weil ich... Aha! Dankeschön. Ja, wie gesagt, du musst nicht mehr jetzt mehr... Tschüss! Bist du ruhig. weil in diesem Zusammenhang hatte ich... Also für mich stand gar nicht im Fokus, geht es jetzt um eine Frau, geht es um einen Mann, geht es um eine Person, die sich jenseits von Geschlecht sieht, geht es hier um ein regenbogenpupsendes Einhorn, sondern ich hatte das Gefühl, die Frage hat ja viel mehr auf
Moral und Sexualität angespielt. So, also bist du, also was müsste man dir quasi sagen, damit du dich verpflichtet fühlst, hier in dieser Situation sexuell aktiv zu werden? Also es hatte für mich viel mehr mit emotionaler Erpressung zu tun. So, und Sexualität im Kontext emotionaler Erpressung. Ich habe da gar keinen Sexismus-Aspekt gesehen an der Stelle. Man muss dabei aber auch sagen, dass nur weil ich hier kein Problem sehe, Gesche hat ja selber gesagt, er hat sich damit unwohl gefühlt. Das ist natürlich, damit ist es halt irgendwie dann in der Situation problematisch gewesen, weil wenn sich zwei Leute unterhalten und eine Person fühlt sich unwohl, dann haben wir irgendwie ein Verhältnis von 50% Unwohlsein. Und das ist irgendwie keine so super gute Quote. Und ich kann das ja auch nur aus meiner Position beurteilen. Und meine Position ist ja am Ende des Tages auch zwar weiblich, aber auch weiß. Und aber du hast jetzt schon mal klar gemacht, dass hier grundsätzlich jetzt nur noch ein 33%iges Unwohl vorliegt. Genau, was aber ja gar nicht heißt, so, also wir sind ja jetzt so in der sozialen Arbeit hier, was gar nicht heißt, dass die 33% nicht mehr sein können als die 66%. So, weil dein Unwohlsein uns natürlich interessiert und beeinflusst und wir natürlich ein 100% Wohlsein hervorrufen wollen. Ich finde es erstmal brillant, wie du das analysiert hast. Denn genau darum ging es mir, um dieses moralische Dilemma. Und ich war als Gescher, als du mir gesagt hast, da ist Sexismus drin, dachte ich, ich sehe es nicht, wo denn? So, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das richtig und falsch ist. Es war bloß auch meine Intention. Und ich freue mich, dass du mich verstehst. Guck mal, wie wir uns verstehen jetzt, wie oder? Wir uns verstehen. Also es hatte irgendwie mehr von, okay, was wäre, wenn wir automatisch fahrende Autos hätten und das Auto hat die Wahl, irgendwie eine Gruppe Kindergartenkinder oder eine Gruppe Senioren zu überfahren. Was tut sie? Also es ging mir mehr um moralisch-ethische Fragen als, hallo, danke. Hier ist irgendwie... Danke. Ja, weiblich und Hilfe. Folgefrage. Warum, Frau Danko, hast du bei diesem Fallbeispiel eine Frau gewählt? Ja, das kann ich jetzt natürlich auch nicht mehr herleiten, ganz ehrlich. Okay. Ich mache viele Beispiele, nehme ich immer mit Männern und Frauen, um sie so ein bisschen greifbarer zu machen. Diese selbstfahrende Autogeschichte. Ich fahre selbst kein Auto. Ich habe kein Auto und du hast auch keins. Deswegen hätte ich jetzt nicht so ein Beispiel genommen. Frauen und Männer kennen wir und dann nehme ich meistens so ein Beispiel. Das war jetzt nicht groß überlegt von mir. Mhm. Ich glaube, es ist ja, hat ja auch so ein bisschen mit der Lebenswelt zu tun, so von jemandem. Also in einem, naja, was, also, Frauen und Männer. Nein, aber es ist ja so, also man nimmt ja eigentlich in der Regel Beispiele, die für einen selber irgendwie naheliegend sind. Mhm. Ja. Ich wollte mir die Hintertür offen lassen, dass Gescher als genialer Stratege und Logikmeister sagt, Moment mal, Fredanko, das ist ja eine richtig gute Idee. Du kannst damit Frauen total moralisch unter Druck setzen und erpressen und dann müssen sie ja mit dir schlafen. Es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Und hätte Gescher mir das gesagt, dann, da wäre ich aber am gleichen Abend noch ein Einziger. Oder um das Ganze nicht gleich wieder auf die schiefe Bahn zu leiten, du kannst einen Menschen auf diese Art und Weise emotional erpressen, sodass er mit dir schläft. Stimmt. Okay, aber an welcher Stelle, also wenn das alles vollkommen, also jetzt eure... Für uns. Für euch beide, genau, für euch beide jetzt komplett unbedenklich ist, an welcher Stelle wird es denn dann bedenklich? Das ist aber schwierig, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, also stell dir mal vor, da taucht eine Olle an deiner Tür auf und die hat solche Hupen, mein Freund, die hat solche Hupen, da kannst du gar nicht widerstehen. Und die sagt, also es kommt ja irgendwie auch auf... die Form an, mit der Person, in diesem Fall eine Frau, dargestellt werden. Und es war ja nicht, als hätte Fredanko gesagt, ja, das ist eine Frau und die ist das und das und das und das und das. Er hat ja nicht mal gesagt, okay, ja, die ist super hübsch oder ja, die ist super hässlich, so. Sondern er hat nur gesagt, das ist eine Frau. Mhm. So. Und das, also ich weiß nicht, wenn man sich im Rahmen von Geschlechtlichkeit bewegt, wie man das neutraler hätte formulieren können. So. Alles hast du auch nett formuliert. Alles klar. Als wäre ich total gut.
Du darfst mich buchen, Fredanko. Nicht für deine Haustür, ja, aber für moralische Verteidigung auf deiner Ebene. Das ist okay, das reicht mir völlig aus. In der Folge hat sich ja das Gespräch weiterentwickelt und dann kamen wir ja auch zu dem Punkt, dass du eben wirklich so ein bisschen diesen Plot-Twist hattest, so von wegen, okay, dann sollte ich jetzt ja mal, was würde passieren, wenn man jetzt bei ganz vielen Leuten klingelt oder bei ganz vielen Frauen explizit klingelt und dann was? Genau mit diesem Argument dort aufschlägt. Und spätestens da habe ich dann ja gesagt, das ist jetzt übrigens kein Vorschlag. Und das, ja, da habe ich zumindest dann später beim Nachbearbeiten auch gedacht, das geht jetzt schon sehr in Richtung zum Beispiel Dickpics verschicken. Ja. Ich weiß nicht, ob das sexistisch ist, aber ist das definitiv nicht übergriffig? Natürlich ist es übergriffig. Also es ist jetzt, es war nur in der, also man muss ja auch sagen, das hatte ich dir, glaube ich, Gesha, auch schon rückblickend nach diesem Hören des Podcasts gesagt, dass irgendwie ihr allein deswegen schon so unproblematisch seid, weil ihr irgendwie über alles herzieht. So, und irgendwie nur ganz akzentuiert Dinge ernst nehmt. So. Sondern der Podcast an und für sich ja erstmal eine große Satire ist, so in sich. Und ich finde, unter diesem Aspekt kann man Dinge sehr viel entspannter nehmen. Aber wenn, wie du auch gerade gesagt hast, wenn es geht in Richtung, ich fordere dazu auf, aktiv auf Frauen zuzugehen und die zu sexuellen Handlungen aufzufordern, dann ist es selbstverständlich problematisch. Und dann noch eine Folgefrage an dieser Stelle. Bedeutet das, dass man jegliche Form des Sexismus immer mit Ironie aushöhlen kann? Also, dass man immer sagen kann, aber es war ja nicht so gemeint oder wären jetzt die einschlägigen Comedians, könnten die gar nicht sexistisch sein, weil das ja Comedy ist. Ich liebe es, wie du mir das Wort im Mund umdrehst. Du weißt, dass ich das mag. also ich glaube, es geht da wie in allen Bereichen von auch Sexualität zum Beispiel immer um Sender und Empfänger. Also du, klar, du sagst was, so, aber wie kommt das irgendwie beim anderen an? Und wenn der andere sich unwohl fühlt, dann war es wohl nicht entsprechend, dann war es nicht cool. Das ist irgendwie ein Riesenthema, weil ja schon in den letzten Jahren immer öfter Stimmen aufkommen von wegen, man kann gar nichts mehr sagen, weil sobald man irgendwas sagt, dann ist es rassistisch oder sexistisch oder problematisch. Ich glaube, es ist, also auch in Bezug auf eure Grundfrage, ist Sexismus witzig? Darf Sexismus witzig sein? Ich glaube, es ist sehr, sehr einfach, witzig zu sein, ohne Einzelpersonen oder Personengruppen in irgendeiner Form zu diffamieren oder auch nur ansatzweise zu problematisieren. So, es ist so leicht, witzig zu sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob das als Stilmittel genutzt werden muss. So, einfach nur, weil es geht. Du legst dich gerade mit vielen Comedians an. Das wäre sehr, sehr traurig. Ich stelle mir gerade vor, dass das wirklich sein müsste. So, ich will doch aber witzig sein. Dann natürlich muss ich auch sexistisch sein. Ansonsten sagt doch niemand. So, also ich meine, wir unterhalten uns hier und es ist voll witzig und wir sind nicht sexistisch und das funktioniert. Yes. Als ich die Frage gehört habe, also von wegen, ist Sexismus witzig, war mein erster Gedanke, nein, Sexismus ist niemals witzig, weil ich bin Feministin und deswegen geht das nicht. Und dann habe ich irgendwie mein gestriges Ich gesehen, das irgendwie 6 Stunden im Bett gelegen hat und RuPaul's Drag Race gesehen hat. So, oh ja, ich weiß nicht, ob euch die Serie was sagt. Oh nein. Oh ja. Es ist quasi ein Contest für Drag Queens. So. Germany's Next Topmodel, so ein bisschen. Genau, nur für Männer, die sich halt als Frauen okay. So präsentieren und performen. So. Und aber halt auch diese Weiblichkeit sehr massiv übertrieben darstellen. Also es müssen High Heels getragen werden, es muss sich sehr massiv geschminkt werden, die Haare müssen teuer sein, die Kleider müssen hauteng sein. Das ganze Programm. Wo ich mir dann gedacht, genau, also das ganze Programm Weiblichkeit und im unheimlich übertriebenen Maßstab. So, und dann dachte ich mir, das finde ich ja auch gut. Also irgendwie gibt es hier eine Diskrepanz, so aus der ich mich irgendwie rausdiskutieren muss. Und so, ouch. Hallo, Moralkeule. Ich fall ihr einfach mal ins Wort, so jetzt reicht's, stopp. Genug geredet. Diese hohe Tonfrequenz. Der Mann haut auf den Tisch. Ich konnte es kaum mehr hören, dieses Fiepen in meinen Ohren. Ha, jetzt brauchen wir wieder eine männliche Stimme. So eine wie meine.
Also, Charlotte, was du gesagt hast, du sprichst mir aus der Seele. Und zwar, dass du gesagt hast, es geht erstmal um die Form und wer unterhält sich da mit wem. Und wir haben, genau das hätte ich auch gesagt, wir haben ja nur den Fall gestellt, da geht gleich einer rum und klingelt bei allen. Und ich stelle mir das vor, hier in Düsseldorf läuft einer der Straße rum und klingelt halt überall. Das finde ich extrem witzig. Wenn das jetzt aber wirklich jemand macht, ist es überhaupt nicht mehr witzig. Aber das sollte irgendwie auch klar sein, finde ich. Also ansonsten gerne. Wird es halt aber schwierig. Und genau hier ist meine Schwierigkeit. Ich kann mich, wenn ich mich mit euch unterhalte zum Beispiel, dann, ihr kennt meine Einstellung und dann kann ich hier mal austeilen und hier mal einen Spruch machen und hier mal einen Spruch machen. Und wir alle wissen, es ist als Witz gemeint. So, und wenn dann jemand in die Gruppe kommt, der das ernst meint, der zum Beispiel homophobe Äußerungen macht, so, ab dann wird mir, dass ich vorher, vor 5 Minuten dann einen Spruch gemacht habe, in die Richtung denke ich, oh Gott, der meint das ja ernst und der hat jetzt gleich so einen ähnlichen Witz gemacht, als ich gemacht, wie ich den gemacht habe. Und dann finde ich meinen Witz blöd danach, weil der das ernst gemeint hat. Und dann zwinkert der dir auch noch zu, so von wegen, hey, stimmt, du bist das Verbündeter. Also, klimper, klimper. Dann ist es wieder, okay, wer ist hier eigentlich Sender, wer ist Empfänger? Und dann merke ich, okay, nee, hier, das ist nicht meine Zielgruppe. Ich mache solche Witze mit... Also was heißt immer solche Witze, ne? Also solche Frage... Von morgens bis abends. Wenn ich alleine bin, dann habe ich keinen Empfänger. Aber naja. Voll raus. Aber dann kann ich solche Fälle stellen, wie da läuft jemand rum. Oder dieses mit den Gartenzwergen, was wir auch mal in der Folge hatten. Also das ist ja alles in der Theorie und in meinem Kopf stelle ich mir das witzig vor. Aber es darf keiner machen, weil es nur im Kopf witzig ist. Ich nehme jetzt gerade mal auch dieses Pendel, was uns hier gerade zugestanden wurde, und schwenke nochmal thematisch um. Ich habe hier zwei Gartenzwerge. Ich habe hier zwei Gartenzwerge auf der Terrasse und die nerven mich hart. Die nerven mich hart. Ich muss die irgendwie loswerden. Falls ihr Tipps habt, wie man Gartenzwerge loswerden kann, ohne dass da irgendwie, also aus Versehen runterfallen lassen sind oder sowas. Sind deine? Wie man die wegkriegt. Nein, es sind nicht meine, aber es hieß, die gehören hier irgendwie hin. Naja. Du könntest auf dem Hof einen Running Gag daraus machen, dass du die Zwerge an irgendwelchen super obskuren Orten platzierst, wo Leute sie dann finden und dann haben sie die Aufgabe, die Zwerge wieder für andere Menschen zu verstecken. Dann bist du sie auf ewig los, weil sie ständig irgendwo versteckt sind und heimlich auf jemanden warten. Und sie könnten sich dann einfach selbst bewegt haben. Sie sind selbst zu einer anderen Stelle gegangen. Genau. Es ist das eine gute Idee. Schon gelöst, dein Problem. Wieder zurück zum Thema. Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, Gesha, guck mal, da drüben auf der anderen Straßenseite, die heiße Schnitte, lass uns die mal klar machen. Ja. Dann kann ich diesen Satz zu dir sagen, wenn wir beide da sind, weil wir beide wissen, wie ich es gemeint habe. Du würdest dann nie zu mir sagen, Moment mal, Franco, so kannst du aber nicht. Ich sag mal so, wir hatten ja schon mal den realen Fall, dass wir beide in einem Café saßen und auf eine andere Person warteten, die wir beide nicht kannten. Ist diese Geschichte 20 Jahre alt? 15 maximal. Ja, sie ist eine gute Geschichte, erzähl sie bitte. Und wir saßen da und warteten auf diese Person. Sie ist weiblich gewesen und wir haben dann... Habt ihr Wer ist es gespielt? Wir wussten nicht, kommt sie noch, kommt sie nicht. Wir hatten, ich weiß nicht, hattest du überhaupt schon mal mit ihr telefoniert oder so? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, doch, ich kannte sie. Und, also ich kannte sie so gar nicht. Ich kannte sie so gar nicht. Und wir waren nicht alleine. Es war eine Gruppe von Menschen. Die anderen kannten sie zum Teil. Und dann verselbstständigte sich das bei uns beiden ein bisschen. Und wir haben, ich glaube, ein Euro haben wir gewählt. Darauf gesetzt... Ein Euro darum gewettet, wer diese Person zuerst rumkriegt. Klarmacht, es war Klarmacht. Ich dachte rumkriegen, aber okay. Es war auf jeden Fall ein obskures Wort, bei dem wir uns beide auch sicher waren. Es war witzig gemeint irgendwo. So. Ne? Also wir beide wussten, da steckt nichts dahinter. Das ist richtig. Irgendwie jetzt gerade Sprücheklopferei. Die Wette steht ja immer noch. Diese Geschichte hat ja dann die falsche Empfängerin gehabt. Das hat dann ja jemand aus unserem Umkreis mitbekommen. Und sie hat dann gemeint, aber ey, Leute, geht's noch? Das könnt ihr nicht machen. Genau. Ja, und da kommt man dann wieder raus. Genau, und da fand ich auch eine unangenehme Situation. Und ich denke mir jetzt im Nachhinein, naja, das war ja auch gar nicht über dich bestimmt. Also du mischst dich hier jetzt in unser Gespräch ein. Oh.
Was nicht für dich. Aber du hast doch gerade das Beispiel andersrum gesagt, du bist auf einer Party, bringst einen Spruch und kurze Zeit später bringt jemand diesen Spruch auch und der Typ ist dir aber unangenehm und du merkst, dass irgendwie, da ist eine Spannung und du passt dir nicht, du möchtest eigentlich auf den Typen zugehen und sagen, du, ich habe zwar auch gerade sowas ähnliches gesagt, aber das meinte ich gar nicht so wie du und ich bin da definitiv cooler als du und du bist es nicht. So. Und das war ja eigentlich, also das Problem mit Sender und Empfänger ist ja, dass umso öfter Kommentare wie dieser, die irgendwie in den luftleeren Raum gesprochen werden und auf keine Resonanz treffen, so trotz einer unterschwelligen Aggressivität, einer unterschwelligen Rassismus, Gedanken unterschwelligen sexistischen Ansätzen, wenn die dann im luftleeren Raum verpuffen und nicht darauf reagiert wird oder vielleicht sogar positiv darauf reagiert wird, der Sender ja bestärkt wird, so in seiner Haltung, weil er ja keinen auf den Deckel kriegt. So. Und in diesem Fall war ja die außenstehende Person eigentlich eher relativ mutig, weil die hat gesehen, okay, hier wird gerade eine Nachricht vermittelt, die meinem moralischen Kodex absolut widerspricht und das besorgt mich, dass das in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis eine Rolle spielt, solche Themen und solche Äußerungen. Ich möchte quasi als unfreiwillige Empfängerin dieser Nachricht kommentieren. So. Und das war ja in der Situation auch richtig, weil sie ja Teil des Gefüges war, um das es da ging. Richtig? Wenn jetzt jemand vom Nachbartisch, der mit euch gar nichts zu tun hatte, aufgestanden wäre und gesagt hätte, Junge, ich hab da gerade was gehört, was denkst du dir eigentlich? Deine Mutter hat dich nicht richtig erzogen. So, das wäre ja was ganz anderes gewesen. Aber da ging es ja quasi um ein Gefüge, dem sie angehört hat. Ja. Ich will das auch gar nicht ihr ankreiden. Ich sag, das war als Witz unter Brüdern gemeint, die die gleiche Humorebene haben. Und sie hatte die eben nicht. Und dass sie das gesagt hat, das stört mich ja gar nicht. So. Aber sie hat eben nicht verstanden, wie es gemeint war. Aber der Typ auf der Party, den du gerade als tendenziell sexistisch dargestellt hast, vielleicht hat er das auch nur zu seinem besten Freund gesagt und das ist halt deren Ding. Nee, der hat das laut rumposaunt und gelacht dabei. Und ihr habt laut rumposaunt, dass wir haben, geflüstert. Wir haben geflüstert. Gedanke, es ist. Ganz, ganz sicher. Ich finde schon, dass das ein Unterschied ist. Also ich habe ja nicht laut in der Gruppe gesagt, so Gesha, wir wetten jetzt, ob ich die rumkriege oder nicht. Sondern es war einfach so ein Antippen, so, ey, pst, die kriege ich nachher noch rum. Ich wette. Das hat sich in der Situation ziemlich verselbstständigt und wir waren dann auch relativ laut irgendwann. Und das, ich weiß es nicht mehr. Das kann ich jetzt nicht mehr bestätigen. Kann sein, kann nicht sein. Und es ist halt sehr, sehr schwierig, dass klar, also die Person, die uns dann da, die da für kein Verständnis hatte, die hat uns dahingehend nicht genug gekannt, dass sie uns da jetzt vertraut hätte, dass wir das jetzt nur ironisch gemeint hätten, so ungefähr, ne? Aber nehmen wir mal an, wir hätten das ernst gemeint. Ja. Wäre dann die Verteidigung, ja Moment, wir haben das ja nicht ernst gemeint, das ist ja nur ironisch und so weiter. Das ist ja sehr naheliegend. Also würdest du das dann immer glauben? Aber Moment mal, wir stellen die Situation und jetzt haben wir es aber ernst gemeint und verteidigen wir uns damit, dass wir sagen, wir hätten es aber nicht ernst gemeint. Nehmen wir an, du bist auf einer Party und da bringt jemand einen homophoben Spruch und du sagst, Moment mal, das finde ich nicht in Ordnung. Ja. Und dann sagt die Person, war ja auch nicht ernst gemeint. Ja. Ja, finde ich nicht gut. Ist das dann, machst du das besser, schlechter oder neutraler? Nee, schlechter. Also nee, ja, schlechter, weil er sich ja versteckt dahinter und es, für mich ist ein Unterschied, ob ich. Du kennst die Person ja nicht und du kannst ja überhaupt nicht beurteilen, wie die Person das letztlich gemeint hat. Also du musst ja immer so ein bisschen Vertrauen da drin haben, so dass da ein bisschen, Person irgendeine Meinung vertritt. Das verstehe ich schon, aber ich finde, ich von meinem moralischen Kompass her, finde ich es nicht in Ordnung, in eine Gruppe, die ich nicht kenne, reinzugehen und solche Sprüche zu machen und dann zurückzurudern. So, wie gesagt, wenn ich solche Sprüche mache, dann mit Menschen, bei denen ich weiß, die teilen in dieser Sekunde diesen Humor. Also, wenn wir beide unter vier Augen miteinander sprechen und so weiter, dann kann ich sehr gut einschätzen, was du jetzt ernst meinst, was du nicht ernst meinst. Jetzt senden wir das aber so in den Äther raus.
Und dadurch hören uns Menschen zu, die uns vielleicht nicht so gut kennen. Ach so. Oder das dann irgendwie anders doch einordnen. Dann setzt den Fall, du spielst ja Impro-Theater. Du bist auf der Bühne und spielst dort eine Szene. Würdest du dort eine sexistische Szene spielen, obwohl du nicht weißt, wie das Publikum überhaupt, also wie der Empfänger damit überhaupt umgeht? Schönes Beispiel. Auch wenn du weißt, dass die anderen SchauspielerInnen damit vollkommen, dass die ganz genau wissen, wie du das machst. Ich habe jahrelang damit gehadert und gesagt, nein, mache ich nicht. Auch irgendwelche rassistischen Rollen und so. Und mittlerweile... Und dann kam irgendjemand, der hat ein richtiges Druckmittel. Welches denn? Ein Euro? Keine Ahnung, dich irgendwie bei der Masturbation gefilmt. Ach so, oder so. Und dann, jetzt spiele ich hier einen Rassisten. Okay. Nein, und jetzt mache ich das tatsächlich gerne, weil ich es in der Rolle ist. Das ist ja auch immer noch eine... Jetzt mach ich's gerne. Nein, also jetzt ist es natürlich schön, wenn man mal eine Rolle macht. Ich nehme jetzt mal einen ganz krassen Fall von Pädophilie zum Beispiel. Da passiert ja dann was, wenn du auf die Bühne gehst und dann plötzlich entwickelt sich eine Story mit einem Pädophilen. Sieht man nicht alle Tage. Was passiert da eigentlich auf der Bühne? So, und dann geht's ja los mit Spiegelneuronen und sonst allem, was da dran zu tun hat. Ich habe aber jetzt keine Angst mehr, das zu spielen, weil ich weiß, wenn die Szene vorbei ist, dann wird keiner sagen, hey, Manfred Danko, der frauenfeindliche, schwulenfeindliche Pädophile, sondern dass, ach ja, du hast gerade Rollen gespielt. Ah ja. Wobei man ja auch sagen muss, beim Impro-Theater ist ja das, ich bin eine Rolle, die ins Gesicht geschrieben quasi. Auf einer Party, in einem Gespräch ist es ja noch mal ein bisschen was anderes. Da weiß niemand, welche Rolle du gerade spielst. Wer bist du gerade? So. Ja, wobei wir ja alle eine Rolle spielen immer, ne? Aber ich verstehe, wie du es meinst. Ich finde das aber, also jetzt in Bezug auf das Impro-Theater, finde ich ein sagenhaft schwieriges Thema. Und ich finde es schön, dass du dich anscheinend damit beschäftigt hast und da für dich eine Art Lösung gefunden hast, wie du gerne diese schwierigen Themen handhaben möchtest. Nicht gerne. Es ist jedes Mal eine Herausforderung für mich. Es ist nicht so, dass ich da einfach sage... Wie bist du das angegangen? Es hat ja anscheinend, so wie du es beschrieben hast, einen Prozess gegeben von, nee, auf gar keinen Fall, zu, ja, unter gegebenen Umständen bin ich dazu bereit. Wie hat sich das herausgearbeitet? Durch Probensituationen. Also ich war nie in der Situation, dass ich beim Auftritt war und dachte, oh, jetzt müsste ich mal den und den spielen. Sondern in Probensituationen. Danach hat man dann im Team darüber gesprochen und das reflektiert. Und so, okay, können wir das machen, können wir das nicht machen? Also meine erste Szene, das weiß ich jetzt noch, hat sich eingebrannt. Da haben wir in der Probensituation und nicht öffentlich die Vorgabe gehabt, okay, wir spielen eine Szene 1942. So. Und da war plötzlich, okay, wie spiele ich denn jetzt diese Szene 1942? Welche Anspielungen auf das Deutsche Reich kann ich machen, welche nicht? Was kann ich sagen und was nicht? Und da probiert man sich dann aus in dem Rahmen. Und die anderen Sachen, wie zum Beispiel Pädophilie als Beispiel jetzt für extreme Rollen oder auch Homophobie, alles Mögliche, da gibt es tatsächlich Workshops zu, wo man dann einfach mal ausprobieren kann, wie fühlst du dich denn mit so einer Rolle, wenn du das spielst? Was kommt bei uns als Zuschauer an? Wie gehen wir damit um? Also es ist ja auch persönlich eine Herausforderung. Absolut. So, also Rolle in Kombination mit deinem eigenen künstlerischen Anspruch irgendwie an dich selber in dieser Rolle. Das stell ich mir hart vor, auch ich mir zu auch. Einem gewissen Punkt. Also ich habe auch gerade darüber nachgedacht, dass ja normalerweise das Publikum in ein Impro-Theater hineingeht, um unterhalten zu werden. Und normalerweise ist es ja so, dass die Menschen dort eher seichte Sachen spielen. Und dann kommst du mit, ich sage mal, eher so Party-Crasher-Themen. Ja, es passiert aber jetzt auch nicht immer, ne? Nein, es ist einfach die Frage für mich gewesen, gibt es Taburäume beim Impro-Theater-Spielen? Welches Thema ist schwierig, welches nicht? Ich finde immer noch, dass es eine ganze Menge schwieriger Themen gibt. Mhm. Aber ich wüsste für mich gerade keins mehr, was ich sage, okay, das geht nicht. Ich finde, die Aussage Tabuthemen führt ganz gut zurück zum Thema, darf Sexismus witzig sein? Weil da ja, also ich finde, es lässt sich auch wieder ziemlich gut mit diesem Sender- und Empfänger-Ding beantworten. So, wer nutzt Sexismus als Stilmittel, um vor wem witzig zu sein? Mhm. So. Also es gibt ja genug weibliche Comedians, die irgendwie potenziell sexistische Bilder nutzen, um ihre eigene Lebenswelt so humoristisch darzustellen. So. Es gibt zum Beispiel jetzt, wie ich gerade gesagt habe, so Drag Queens,
oft in der Drag-Szene homosexuelle Männer, die sich in einer übertriebenen Weiblichkeit witzig darstellen, so unterhaltsam darstellen. Also wer nutzt die Stilmittel? So jetzt Fredanko als Mensch, der sich in Proben so persönlich mit den Themen auseinandergesetzt hat und dann sagt, ich traue mir das zu, das mit einer Einfühlsamkeit irgendwie zu vermitteln, die das okay macht und hoffe da nicht daneben zu liegen. So. Und gleichzeitig geht es aber hier auch darum, welche Funktion hat dieser Sender dann für das Publikum. Das heißt also, wenn da jetzt irgendwie jemand auf der Bühne steht und der spielt den lustigen Schwulen und darüber machen sich dann alle Heterosexuellen sehr gerne lustig, dann ist das ja auch irgendwie eine Art von Ventil, was da aber trotzdem ja im Großen und Ganzen homophob ist. Genau, problematisch ist, auf jeden Fall. Genau, obwohl das ja eben eine homosexuelle Person ist, die auf der Bühne das auch ironisch homophob vielleicht spielt. Aber es kommt dann ja darauf an, welches Publikum du an dieser Stelle hast. Genau, ist es jetzt ein Publikum von anderen Schwulen, die sagen, oh mein Gott, ja, I feel you irgendwie, oh mein Gott, du bist so bescheuert, oh bitch. Genau. So, oder wie du gerade sagst, es ist eine Gruppe von heterosexuellen Männern, die sagen irgendwie, oh mein Gott. Schau ihn dir an. Die wieder, so. Uff. Ja. Ja, genau. Diese Schwierigkeit hat man doch prinzipiell bei sehr vielen Themen, je größer das Publikum wird. Es wird immer jemanden geben, der vielleicht gerade mit dem Thema nicht gut zurechtkommt. Nicht gut zurechtkommt, das meine ich ja gar nicht, sondern ich meine ja wirklich so einen Missbrauch. Und meiner Meinung nach ist dann eben so dieser Missbrauch. Ich spiele einen Frauenschläger zum Beispiel und dann sitzt einer und sagt, ja, so, gut, dass sie es mal hier gezeigt haben, finde ich gut. So, finde ich nämlich, ist mal auch meine Einstellung. Aha. So, und dann geht er nach Hause und hat Bestätigung gefunden. Ja. Keine Ahnung, mir ginge es dann doch darum, diese Bestätigung zumindest zu vermeiden. Das heißt also, ja, natürlich, dann wäre es natürlich schon wichtig, wenn das irgendwie auch irgendwann gebrochen wird. Unbedingt. Wenn irgendwann auch klar wird, wie diese Rolle jetzt auch gerade zu verstehen ist. Also was du jetzt eigentlich sagen möchtest. Gar keine Frage. Gehe ich total mit. Also ich finde es auch ganz wichtig, immer so die eigene Position. Oder? Offen zu legen. Ich oder Fredanko. Ja. Ja, hallo Fredanko. Oder es wird klar, dass die Szene sich so dreht durch die Mitspieler, dass er die Fehler sieht und korrigieren kann. Richtig, das ist auch möglich. Entwicklung, ja. Da muss ich meine Haltung gar nicht mehr dazu sagen, weil ich die Figur so genommen habe und gedreht habe, dass ich sage, ja, jetzt kann ich mit der Komfort gehen. Ja. Oder in der Szene ist die Resonanz deiner MitspielerInnen halt so klar, dass für jeden ersichtlich ist, hallo, du bist hier gerade ein Negativbeispiel. Mhm. So. Ja. Genau, dass die Message aber auf jeden Fall komplett klar ist. Das denke ich auch. Und deshalb hatte ich auch bei dieser Frage in dem Podcast, den wir da aufgenommen hatten, eben gedacht, Mensch, da kommt gleich noch eine Pointe. Da kommt gleich noch irgendwas Cooles. Da kommt was Cooles. Was das hier gerade so ein bisschen umdreht und was dann irgendwie eindeutig macht, worüber wir hier gerade miteinander reden und so weiter. Und dass das halt irgendwie nicht unsere Haltung ist und wie wir dann eigentlich drauf sind. Und dann kam irgendwie so, ja, okay, und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Ich denke, was? Ja, vielleicht habe ich da auch mit dir gespielt. Aber nochmal jetzt zu dem Thema zurück. Wenn ich jetzt als Beispiel, ich spiele einen Frauenschläger auf der Bühne. So, man sieht so ein bisschen das Leid, was verursacht wird. Meine Mitspieler reagieren gut und wir drehen die Szene, dass ich in meiner Rolle merke, okay, gut, das ist vielleicht eine ziemlich doofe Idee, Frauen zu schlagen. Ich lasse es mal, ich ändere das in wie auch immer, ich stelle jetzt nur den Fall und die Szene endet damit, dass ich merke, okay, gut, ich bin jetzt geläutert quasi, ich mache es nicht mehr. So, wäre ja eigentlich eine gute Botschaft, aber es kann ja trotzdem jemand im Publikum geben, der sagt, ja, so wie der Typ am Anfang aufgetreten ist, das war gut. Und dann das, was daraus geworden ist, das ist nicht gut gewesen. Aber der Anfang, das fand ich gut. Ich fühle mich dadurch bestärkt. So, und sowas kann man ja nie verhindern. Du kannst immer aus dem Zusammenhang gerissen werden und missverstanden werden. Aber du kannst es schwerer machen, missverstanden zu werden. So, und wenn ich jetzt mit Gescher, mit dir, um Frauen, um 1 Euro wette, dann ist das aus dem Zusammenhang gerissen und ein Missverständnis. Aber dann kann man sich ja erklären. Also stimmt. Es geht ja auch immer. Ich habe nicht 2 Euro dabei. Ich hatte nur 1 Euro. Ich nehme dich einfach ernst. Dann hat man ja die Möglichkeit, sich auf Rückfrage oder auch ganz ungefragt zu erklären und die eigene Position nochmal deutlich zu machen. Richtig. Hey du, ja, ich habe das jetzt gesagt.
du, sorry, das war nicht so gemeint, das habe ich jetzt meinem großen Bruder gesagt. Und pipapo. Ich fand an der Situation damals vor 15 Jahren auch überhaupt nicht schlimm, dass die, ich glaube, es ist auch noch, es ist 20 Jahre her, hätte ich gesagt. Gute Güte, vor 20 Jahren. Mhm. Hallo, erste Klasse. Wenn ich da um 1 Euro gewettet hätte, bin ich klar, mach so, mein Gott. Seht ihr? Jetzt hast du auch diesen Dreh zum Pädophilie jetzt wieder rein drin. Ich rede. Ich fand da überhaupt nicht schlimm, dass sich die eine umgedreht hat und gesagt hat, hey, was macht denn ihr hier? So, diese Haltung an sich finde ich gut, dass sie gemerkt hat, Moment, hier ist irgendein Missstand, ich gehe mal rein. Ich fand nur, wie sie es gemacht hat, nicht in Ordnung. Nämlich gleich mit so einem Moment mal und nicht ein Nachfragen so, ah, vielleicht habe ich es gerade falsch mitgekriegt, was macht ihr hier gerade? So. Ja. Okay. Das ist das, was ich mir gewünscht hätte. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch ein bisschen her. Wir haben alle dazu gelernt. Aber wie ging es dir danach? Also ich meine, wir haben ja dann irgendwann diese Person, um die es da ging, kam nicht mehr. Aber wir haben sie ja beide unabhängig voneinander dann auch irgendwann mal getroffen. Mhm. Und wir haben danach dann immer wieder, und zwar, wir hatten das ja dann noch weitergetragen. Wer hat gewonnen? Und wir haben dann immer wieder gesagt so, und lief da schon was? Oder ich weiß nicht, hast du sie rumgekriegt? Ich weiß nicht mehr, was wir da genau für einen Ausdruck gehabt. Es ist ein Running Gag. Es wurde zu einem Running Gag, aber es hat sich also schon auch, es war auch ein bisschen unangenehm, oder? Mir war das nur in der Situation unangenehm, weil ich... Als du sie dann wirklich rumgekriegt hattest. Und dir den Euro geben musste. Ja. Mist. Nein, Moment, was? Das war als uns die andere Person darauf aufmerksam gemacht hat, und zwar in einer sehr buschikoven... Buschikosen heißt es, glaube ich. Aber ist es nicht irgendwie gut, so, dass du dein eigenes, dass du dein eigenes Verhalten dadurch reflektieren musstest, dass dich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass diese Aussage tatsächlich nach außen gedrungen ist? Deswegen sagte ich ja nochmal, ich finde das gut, dass sie es gesagt hat, bloß die Art und Weise. Nur die Form. Genau, ja. Die Form, als wir sitzen hier als Freunde, da würde ich halt immer nochmal anders nachfragen. Wenn jemand vom Nachbartisch aufgestanden wäre, um das Beispiel mal aufzugreifen, der hätte das so in dieser Form sagen können. Da hätte ich gesagt, okay, gut, wir kennen uns nicht, du hättest das so verstehen können. Okay, also Inhalt 2, Schriftbild 4 minus. Genau. Okay, aber ist ja okay. Ich meine, die Person wird ja auch nicht perfekt gewesen sein. Die würde das heute vielleicht auch anders machen, vielleicht, wenn wir sie jetzt fragen würden. Würde sie jetzt mitwetten. Ja, bestimmt. Und sie würde 2 Euro setzen, um euch beide auszustechen. Das Internet fragt. Yo, hast du dir was ausgedacht? Ja, dann sicher, aber ich lasse dich mal gerne vor. So, und da habe ich gleich ein Thema. Ja, bitte. Und zwar habe ich meine Fragen für das Internet fragt bislang immer von Yahoo Clever genommen. Ich dachte von gutefrage.net. Du gehst zu gutefrage.net, ich gehe zu Yahoo Clever, es überschneidet sich nie. Brillant. Ey, du hast aber mich ein Jahr lang im Glauben... Ja, ist richtig. Unfassbar. Bei Frage Nummer 1, die du damals gestellt hast, habe ich gedacht, diese Frage kenne ich schon, weil ich damals auch bei gutefrage.net unterwegs war. Gut, dass ich auch bei Yahoo Clever geguckt habe. Und was ist? Yahoo stellt den Dienst Yahoo Clever ein. Nein. Jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Was machen wir jetzt? Tja, keine Ahnung. Aber für heute reicht es auf jeden Fall noch. Gut. Anonym hat vor 10 Jahren gefragt. Ja, das ist wieder gut. Verstößt eine Frauenquote nicht gegen das Grundgesetz? Denn immerhin darf doch niemand wegen seiner Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, Geschlecht oder eine Behinderung bevorzugt bzw. benachteiligt werden. Allerdings ist das doch ganz klar eine Bevorteilung gegenüber den Frauen. Dativ habe ich da nicht eingebracht. Denn Männer bzw. Transsexuelle haben keinen gesicherten Arbeitsplatz, ganz zu schweigen von den Nichtfrauen, die dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren. Denn im Gegenzug müssten dann mindestens 1/3 aller Nichtfrauen eine Jobgarantie in frauentypischen Bereichen erhalten. Am besten wäre natürlich die Einführung einer Geschlechterquote. Ist nicht dieser Begriff schon diskriminierend? In allen Berufen. Am besten natürlich 1/3 Frauen, 1/3 Männer und 1/3 Transsexuelle. Dann müsste das Ganze natürlich noch nach Altersklassen aufgeteilt werden, jeweils 20%, 20- bis 30-Jährige, 30- bis 40-Jährige und so weiter. Da müsste dann noch nach Hautfarben, ethnischer Herkunft und Behinderungsgrad, Religion und politische Einstellung aufgeteilt werden. Damit sich dann jeder in die 6% Joblücke einfinden kann,
die ihm zusteht. Das ist sehr ausführlich. Ich mag ganz kurz einwerfen, dass der Begriff transsexuell nicht korrekt Dankeschön. Ist, sondern trans oder... Also ja, das ist wichtig, weil das stört mich immer persönlich. Wie ist der Begriff? Also man spricht von Transmännern oder von Transfrauen. Gut. Den Trans-Aspekt in irgendeiner Form betonen möchte, ansonsten natürlich einfach Männer und oder Frauen. Oder Transmenschen? Oder Transmenschen, weil der Begriff Transsexualität ja darauf verweist, dass das Transsein eine Sexualität ist, was ja nicht der Fall ist. Es gibt ja auch Transmänner, die asexuell sind. So, Transmänner, die schwul sind, Transmänner, die heterosexuell sind und umgekehrt. Also es hat ja nichts mit deiner sexuellen Ausrichtung zu tun, welchem Geschlecht, welches Verstehe. Geschlecht du bist. Das ist schon das Klügste, was man darauf sagen kann, glaube ich. Das sagst du doch jetzt nur. Okay, Franco, was möchtest du denn noch was sagen? Ich soll darauf antworten? Wer hat die Frage gestellt? Anonym vor 10 Jahren. Ich glaube, ich weiß auch langsam, warum Yahoo Clever eingestellt wird. Ja, ich. Die besten Fragen waren vor 10 Jahren und der hat sich nicht geäußert, der das oder diejenige. So, also, ja, das ist natürlich eine provozierende Frage. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und offensichtlich hat da jemand mal ein bisschen eine Spitze genommen, zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau, und gesagt, Moment mal, vielleicht finde ich das nicht gut und dann müssten wir eigentlich noch viel mehr da Gleichberechtigung reinbringen von Schwulen und Nichtschwulen und Christen und Nichtchristen und dunklen Menschen und Helle und alles mit rein, um dann alle abzudecken. Das wird ja wohl nicht ernsthaft gemeint worden sein, sondern als Spitze auf ein, wir sollten es aber auch nicht übertreiben. So würde ich die Frage sehen, wobei ich bin da so ein bisschen müde drauf zu antworten, weil ich finde so eine Frage einfach recht lästig, muss ich sagen. Sehr schön. Womit wir wieder beim Thema Plattform bieten sind. So, wem möchte man eine Plattform bieten? Möchten wir Empfänger dieses Senders sein? So. Also man kann ja auch einfach ablehnen, Empfänger zu sein und einfach sagen, nee. Ja, so. Geht nicht immer, aber das ist für mich Fasching, nach Fasching kommt was für ein irgendwas mit A? Aschermittwoch. Also das ist für mich so eine Aschermittwochs Rede der CSU Stammtisch. Okay, so, der hätte das so sagen können und dann so, ja, jetzt hast du dich mal aufgeregt und das kannst du wieder nach Hause gehen, wa? Genau. Weiß nicht, was soll ich dazu sagen? Aber ist denn jetzt von Frauenquote prinzipiell was Gutes, was Schlechtes? Verstößt es gegen das Grundgesetz? Jetzt haben wir natürlich nur Charlotte hier und die ist keine Juristin. Aber eine Frau. Ja, und eine Frau in einem super klischeehaften Sozialberuf, wo Frauen tatsächlich sehr hochprozentual vertreten sind. Braucht es da jetzt eine Männerquote? Ich bin der Meinung, dass viele Berufe, gerade Sozialberufe, also ich finde, man sollte die Verteilung in Berufen, also man erstmal historisch betrachten, so Frauenberufe sind ja nicht von ungefähr Frauenberufe, sondern Frauenberufe sind Frauenberufe, weil es historisch gesehen Berufe waren, die in Klammern nur Frauen ergreifen durften, beziehungsweise Frauen ergreifen sollten, so. Und Männerberufe sind Männerberufe, weil das waren die anderen Berufe, so. Und deswegen finde ich es durchaus vernünftig, die jeweiligen Berufszweige für die unterbesetzten Personengruppen attraktiver zu gestalten. So, aber wenn man jetzt zum Beispiel Beruf ErzieherInnen nimmt, so ganz viele Frauen, ganz wenig Männer, so Männer auch oft in diesem Beruf irgendwie ja relativ schwierig vertreten, Thema Männer mit Kindern und Eltern fühlen sich irgendwie unwohl und so, habe ich auch schon viele blöde Geschichten gehört. Also ich bin der Meinung, das geht wie in allen anderen Bereichen auch in zwei unterschiedliche Richtungen, beziehungsweise in beide Seiten, und man sollte grundlegend Berufe für alle Menschen attraktiver gestalten. Stichwort Pflegenotstand. Das ist aber sehr allgemein jetzt. Ja, ich gehe, glaube ich, mit Fredanko voll mit und denke mir, so. Ich sehe,
So, ich sehe halt auch diesen Stammtisch und wo kommen wir denn da hin? So, das war so, ja, was die ganze Zeit in meinem Kopf so aufgeploppt ist. Ja, klar, aber du hast dich jetzt auch nicht für die Frauenquote ausgesprochen, sondern hast einfach gesagt, ja, grundsätzlich finde ich eigentlich, sollte es einfach insgesamt besser werden in unserer Welt. Ich bin für eine Frauenquote. Das Problem ist ja aber, dass es in vielen Berufen, wo tendenziell gerade jetzt durch diesen Aspekt der Frauenquote und so weiter, es für Frauen attraktiver gestaltet werden soll, dann aber trotzdem keine Frauen da sind, weil keine Frauen den Beruf ergreifen. So, das hat man ja sehr viel. So, Frauen, die bestimmte Studienfächer nicht studieren, genauso wie Männer bestimmte Studienfächer nicht wählen. Ich finde, Frauenquote setzt eigentlich zu spät an, weil sie setzt bereits im Beruf an. Ich finde, es sollte Instanzen geben, die im Bereich von Ausbildung und Studium ansetzen, aber nicht in einem Format eines Zwangs, sondern im Format eines Wir machen attraktiver für und das machen wir so und so. Aber kommt das nicht, also kommt der Appetit nicht beim Essen? Also ist das nicht so, dass du irgendwie sagen kannst, alles klar, wir haben jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine strukturelle Benachteiligung von Frauen. Dadurch, dass sie halt irgendwie, keine Ahnung, im Country-Club oder Golf-Club nicht mitspielen, sind die halt in den DAX-Vorständen nicht vertreten. Und dadurch sind die nicht so gut vernetzt und dadurch kommen sie halt auch nicht in die Top-Positionen. Jetzt machen wir eine Frauenquote und sie müssen in die Top-Positionen kommen. Dadurch gibt es dann auch eine stärkere Vernetzung und dadurch können dann auch andere Frauen wieder besser nach oben aufsteigen. Ja, es ist so, dass das ja irgendwie in dieser ganzen Sexismus-Benachteiligungskette setzt das relativ spät an. So, ich sag nicht, dass das deswegen pauschal schlecht ist. Dasselbe kannst du ja auch für Uni-Zweige oder sowas, kannst du das ja genauso sagen. Also kannst du ja auch sagen, okay, wir haben jetzt hier in, keine Ahnung, dem von Frauen selten besuchten Fach Physik eine strukturelle Ungleichheit. Und wenn hier eine Frau sitzt, dann wird die halt auch gleich irgendwie als Nerd oder was weiß ich, keine Ahnung. Irgendwie fühlen sich Frauen jedenfalls nicht wohl, wenn sie Physik studieren. So, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Fall ist, der so eintritt. Und deshalb führen wir jetzt eine Frauenquote ein, sodass mindestens, müssen ja nicht mal 50, man kann ja irgendwie mindestens 45% Frauen sind oder sowas, keine Ahnung. Aber damit es nicht so ein Sonderfall ist und damit sich dann da überhaupt so eine Art Gleichberechtigung etablieren kann. Also so einfach nur als Anstoß erstmal. Ja, ich bin total für Strategien auf unterschiedlichen Stufen dieser Leiter. Ich bin für eine Frauenquote, ich bin aber auch für massive Antidiskriminierungsarbeit im Bereich von Schule zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wo fängt Sexismus an, wo fängt Rassismus an, wo fängt Benachteiligung an, das sind ja Faktoren, die schon unheimlich früh beginnen, so wie sehen die Spielzeuge für Mädchen aus, wie sehen die Spielzeuge für Jungs aus, so wie wie verhält sich der Physiklehrer, der mit 63 irgendwie der Meinung ist, dass Mädchen sowieso Physik nicht können, so, wir dann aber irgendwie die Deutschlehrerin hat, die irgendwie der Meinung ist, dass Jungs keine Gedichte analysieren können. Also ich bin für ganz viele Ansätze an ganz vielen Punkten und ich bin voll für eine Quote. Ich stimme Charlotte natürlich zu. Ja, danke. Wir sind ja auch im Team. Okay, ich sollte meinen Podcast einfach aufmachen. So ein bisschen maulig. Ich will, dass ganz viele Sachen passieren. So. Und oh Mann, oh. Gerade das Maulige. Das ich wähle sie. Meine Stimme haben sie uns. Jetzt gehen sie bitte weiter. So einfach ging das? Ein bisschen maulig werden und schon haben wir dich? Na toll. Ich könnte das jetzt wiederholen in anderen Worten, aber ich lasse es. Denn das kann ich nicht toppen. Das ist mein Zugeständnis an dich, Charlotte. Mein Zugeständnis. Jetzt wird's kitschig. So, aber ich habe natürlich auch noch eine Frage und die geht knallhart in die Ecke, weil jetzt komme ich so ein bisschen raus. Jetzt bin ich wieder in der Rolle. Ja, es ist jetzt nicht Fredanko. Also die Frage, die ich jetzt stelle, ist nicht Fredanko, sondern okay, ein anderer Typ quasi. Stellt euch einfach vor, ein anderer Typ würde jetzt mit euch reden. Ach so, ich dachte, du hättest sie trotzdem bei gutefrage.net hättest du sie gestellt, aber in deiner Rolle. Halt. So. Okay, und zwar, ich sehe den Namen nicht. Sie ist gestellt worden vor 259 Tagen. Eine ganz frische, aktuelle. König, ganz 10 Jahre. Praktisch gestern. So. Frauen stehen auf Abenteuer. Was heißt das genau? Jetzt die Frage dazu.
Immer wieder höre ich, dass Frauen auf Abenteuer stehen. Sie stehen eher auf den Rockstar und nicht auf den langweiligen Typen. Aber was heißt das jetzt genau? Wollen Frauen, dass ich auf der Autobahn mit Tempo 300 fahre, am besten noch von der Polizei abhaue und in der Stadt am Driften bin? Ist es das, was Frauen wollen? Hab so das Gefühl, dass Frauen auf illegale Sachen abfahren. Ist das so? Fragezeichen. Mhm. Und jetzt, Charlotte, ich bin so froh, dass du da bist, denn Gescher könnte das nur vom Hören sagen. Ich habe bloß eine andere Theorie, muss ich mal kurz sagen. Ich finde, dass diese Frage sehr viel mehr über den Fragenden aussagt, also ich gehe ja davon aus, dass es ein männlicher Typ ist, als über mögliche Antworten, die da jetzt kommen oder sowas. Also für mich, ich habe da jetzt ein klares Bild gerade. Es ist auch ein vorurteilsbehaftetes Bild, aber es ist recht klar. Charlotte, stehen Frauen denn auf Abenteuer? Ja, und was heißt das? Genau? Was heißt das? Also so zum Thema 300 auf der Autobahn und durch die Innenstadt driften. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich fand Fast and Furious schon immer ziemlich toll. Mhm. Vin Diesel. Naja, gar nicht mal so. Ich find Glatzen irgendwie komisch. Dann der andere mit den Haaren. Ja, meinetwegen der andere. Aber der ist später gestorben. Das hat so einen bitteren Beigeschmack. Er ist bei einem Autounfall gestorben. Man fühlt sich schlecht. The Rock mit Haaren. Ich find die Freundin von dem glatzköpfigen Typen, die finde ich ziemlich klasse. Weil die hat tatsächlich irgendwie genau dieses super taffe, unabhängige weibliche irgendwie darstellt. Die fand ich immer ziemlich cool. Okay, die steht auf jeden Fall auf Abenteuer. Aber stehen Frauen grundsätzlich auf Abenteuer? Und was heißt das? Ich besinne mich wieder auf meine Sozialarbeiterperspektive und werde diese Frage jetzt einfach ganz trocken und nüchtern beantworten. Ja, ich glaube, du bist auch genau angesprochen mit der Frage. Ich glaube, Menschen im Allgemeinen finden Selbstbewusstsein attraktiv. So, und jemand, der sich in einer abenteuerlustigen, selbstsicheren Position sieht oder sich so darstellt, der strahlt Selbstbewusstsein aus und ist sexy. So. Ich meine, Menschen finden doch grundsätzlich Leute toll, die wissen, was sie wollen. Ob da jetzt irgendwas hintersteht oder nicht, das sieht man ja auf den ersten Blick. Nicht unbedingt, aber es ist ja erstmal eine gute Sache. Also ich kann nachvollziehen, dass es das gibt, aber ist das nicht, also gibt es nicht auch Menschen, die zum Beispiel irgendwie andere Menschen, ich sage mal, bemuttern wollen oder so? Und die sich dann denken, oh, wie hilflos, da beschütze ich und was weiß ich, so Beschützerinstinkt, das gibt's doch auch. Also ich meine, ich will bloß sagen, das ist ein bisschen eindimensional, dass irgendwie alle Menschen so auf Selbstbewusstsein und ich habe alles im Griff und so weiter. Ich glaube, wenn alle Menschen so drauf wären, boah, weiß ich nicht. Würden die sich dann alle gegenseitig toll finden? Vielleicht. Kann sein. Ich finde diesen Helferaspekt relativ schwierig. So. Weil du nicht gern hilfst. Genau. Weil ich finde das scheiße. Sie ist ja nur bei der sozialen Arbeit. Ja. Und ich finde das relativ schwierig, weil das sehr so Selbstoffenbarungsding ist. So, ich brauche etwas, das ich beschützen und auf das ich aufpassen, dass ich irgendwie bemuttern kann. Was sagt das wiederum über mich? Wo liegen meine Defizite, wenn ich Erfüllung darin finde, auf romantischer, sexueller Ebene auf Augenhöhe einem Partner zu begegnen, dem ich eben nicht auf Augenhöhe begegnen kann, sondern wo ich mich irgendwie drüber positioniere. Das finde ich ein bisschen schwierig. Dann frage ich mal konkreter nach. Ja, Charlotte. Du hast doch diese Frage gestellt. Ja. Yeah. Wir zwei treffen uns jetzt. Hey. Ne? Es ist so ein schöner... wir sind ja schon Güterbahnhof, du alles auch klar. Hier. Ich hab's. Wir treffen uns genau am Güterbahnhof. Wie zufällig. Ja, guck mal, ich habe ein Eis mitgebracht. Ratter, sind da Streusel drauf? So, und dann essen wir jetzt das Eis. Ratter, sind Streusel drauf. Ich habe hier gerade eine Verabredung. Dieser Güterbahnhof. Da so ein bisschen. Ja, jetzt mal Ruhe, Güterbahnhof. Der ist ja ganz weit weg. Schwupp, sind wir ganz weit weg vom Güterbahnhof. Jetzt lege ich dir so eine Hand um die Schulter und sag, du, pass mal auf. Soll ich dir mal zeigen, wie ich mit 300 durch die Stadt driften kann? So, zack. Mhm. Jetzt bin ich selbstbewusst. Mhm. Ich kann was. Und Streusel. So. Und Streusel. Das ist ein cooler Typ vielleicht. So, und dann machen wir das. Und dann steigen wir aus. Und
jetzt ist ja die Frage, jetzt haben wir ja ein bisschen sowas Illegales gemacht, so, ne? Also, der Malaga-Becher war noch im Rahmen, aber das Driften, es ging einfach über ein gewisses Maß hinaus. Und jetzt sage ich zu dir, du, willst du noch mit hochkommen? Ich habe noch ein paar Streusel. Ja, komm dann, dann müssen wir doch nicht weiter reden. Siehst du, guck mal, und das lag doch jetzt aber auch am Driften. Oder lag es nur an den Streuseln? Ich glaube, also ich würde sagen, das Verhältnis war so 30-70 für die Streusel. Ja. So, aber wenn man jetzt sagt, wenn ich jetzt sage, okay, meine Entscheidung ist bei 72% gefallen, hat das Driften ja schon den Unterschied gemacht. Das stimmt, das stimmt. Dein Problem, was du jetzt gerade hast, ist, das ist dir noch nicht so bewusst, aber das wird jetzt in den nächsten Wochen kommen, dass jetzt sehr, sehr viele Menschen, die diese Sendung hören, wissen, was quasi deine Schwachstelle ist. Und du wirst in den nächsten Wochen sehr viele Streuselangebote bekommen. Ja, ich habe doch gewonnen. Du kannst so und so sehen. Ich habe dazu noch, ich habe jetzt nur noch eine Frage. Ja, bitte. In vielen Ländern außerhalb von Deutschland gilt ein striktes Tempolimit. Nein, bitte nicht. Ja. Wie macht man das dann? Also ich meine, ja klar, es ist dann noch riskanter, dann irgendwie 300 über die Autobahn zu kacheln, wenn es überhaupt Autobahnen gibt. Vielleicht kachelt man einfach nur so irgendwo lang durch die Ortschaften oder sowas. Aber ist das dann... Du nimmst die doppelte Portion Streusel, bist dann bei 140% und sie springt dir einfach, wirft sich dir an den Hals, noch bevor ihr halb die Treppe hochgekommen auch seid. Auch an den Streusel. Und sollten diese Streusel einfarbig sein, nur Schoki, oder ist das auch so eine mehrfarbige Kombination? Diese bunte Mischung, die man als Kind immer im Eisladen auf sein Eis geklatscht bekommen hat. Ob man wollte oder nicht. Oder wenn man sich selber auftun durfte, so 3 Teelöffel auf einmal drüber gehauen hat, bis diese komplette Eiskugel unter Streuseln versteckt war. Wobei ich sagen muss, die aus Schokolade schmecken natürlich viel besser, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber die bunten sehen einfach mega aus. Jetzt habe ich nur noch eine Frage, diese Streuselsache. Ist hast das, du jetzt ist zum das dritten jetzt? Mal gesagt, dass du noch eine Frage hast. Ich habe das Gefühl, du verarschst mich so ein bisschen. Nee, ich muss dir gerade für mein Portfolio. Ist das jetzt nur für dich oder gilt das grundsätzlich für alle Frauen? Das gilt für alle Frauen. Gut, das hilft mir weiter. Wir könnten das mit der Klingeln- und Neujahrsvorsatzgeschichte kombinieren. So, und ich habe sogar Streusel dabei. Genau. Zack. Zack. Wenn du dann irgendwie noch so eine kleine Auswahl hast, so an Streuseln, bunte und Schokostreusel. So. Okay. Also ich würde schon sagen, also mich hältest du damit sofort. So, das reicht mir an der Stelle erstmal. Das schmeichelt mir. Ich habe jetzt auch genug Informationen. Für immer. Für immer. Das reicht jetzt. Erstmal bei Amazon Streusel bestellen. Ja, magst du diesmal anfangen? Ja, ich mag anfangen. Und zwar ist das Zitat folgendes. Die Frauen haben, wenn auch der äußere Schein für das Gegenteil sprechen mag, in Wahrheit gar keinen Sinn für das Genie. Oha, da fühlt sich aber jemand missverstanden. Meiner Meinung nach könnte es Knigge sein. knapp daneben. 19. Jahrhundert männlich, würde ich sagen. Charlotte, hast du einen Tipp? Jens Spahn. Uff, ja, oder Jens Spahn. Oder Jens Spahn. Ja, kommt dem ganz nah. Nein, ich weiß nicht, der lebt jetzt noch, ne? Jens Spahn, der war der lebt 19. noch. Jahrhundert. Gut. Und 19. Jahrhundert ist wunderbar. Ende 19. Jahrhundert. Nietzsche. Erleuchte uns. Nietzsche. Nee, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Otto Weininger. Ach, Otto Weininger. Otto Walkes, keine Ahnung. Otto Walkes. Otto Walkes. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Otto Weininger. Otto Weininger war ein österreichischer Philosoph und der lebte 23 Jahre. Er ist mit 23 gestorben, weil er sich selbst umgebracht hat. Hat aber vorher noch ein Buch geschrieben. Geschlecht und Charakter heißt es. Das ist sein einziges Buch und da schreibt er sowas. Das, ja. Und dann bringt er sich um. Hat er abgerechnet. Was ist das für eins Leben? Das Buch ist wohl durchtränkt von Judenhass und Frauenhass. Und ich finde diesen Charakter, wir haben den damals im Musikstudium so ein bisschen durchgenommen. Daher kenne ich Otto Weininger. Und da habe ich mir auch gemerkt, weil ich das so spannend finde, wie man mit 23 sich selber umbringen kann. Der konnte wohl auch 4 Sprachen sprechen. Also ein cleverer Typ eigentlich. Und dann schreibt er aber so ein Buch. Und ich denke mir, was ist da in seinem Leben passiert, dass er das macht? Also das ganze Leben. So. Das war wahrscheinlich der erste Incel ever. Möglich wär's. Okay, Boomer.
Otto Weininger, behaltet den mal im Hinterkopf. Besser nicht. Ich habe auch gerade bei... ich möchte ganz kurz noch die Geburtsdaten von Otto Weininger sagen. Mehrere. Zwei. 1880 bis 1903. Mhm. Okay, alles klar. Okay. Jetzt bitte, Gescher. Okay. Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung. Ist das ein deutsches Zitat oder hast du es übersetzt? Nee, ist ein deutsches Zitat. Ach, ich hätte sofort Viktor Orban gesagt. Auch möglich. Ist aber tatsächlich so einer der deutschen, ich sage mal, ja? Vorzeigedenker. Helmut Kohl. Möglich. Aber nein. Ist es ein Politiker? Nein. Ist es ein Künstler? Ein Sportler? Nein. Oh. Ein Pädagoge? Ein Schriftsteller. Er hat auf jeden Fall Bücher geschrieben, ja. Gut. Aber keine Romane, soweit ich weiß. Ein Esoteriker. Nee. Der Broschüren geschrieben hat. Also, so ein bisschen esoterisch ist das, was er geschrieben hat, schon. Aber es ist, also, er wird in der Regel ernster genommen. Dann weiß ich's. Ja? Bei ernster genommen wusste ich's. Mhm. Ernst Bloch. Bislang hatten wir von Ernst Bloch eher progressive Zitate im Programm. Nee. Mist. Ja, ich dachte, das war sein Erstlingswerk, was nicht so gut ankam. Nein, dann erleuchte uns mal bitte, wer es gewesen sein könnte. Das war tatsächlich Hegel. Ach. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Der alte Frauenfreund. Der, ja. Dialektik, ne? Dialektik. Dialektik. Heute sagt er das, morgen sagt er das, aber eigentlich ist es eine zufällige Neigung und Meinung. Und das ist ja auch ein Philosoph. Wir hatten beide jetzt einen Philosophen. Ja. Männlichen. Beide, die vielleicht mochten die sich. Hegel und Otto Weininger? Doch. Vielleicht hat der eine auf dem anderen aufgebaut. Das könnte gut sein. War Hegel auch ein Judenfeind? Ach, der hatte da Anwandlungen, glaube ich. Ich glaube, das war damals alles so im Topf mit drin. Gab immer nur Komplettpakete. Dafür reichlich. Was wäre, wenn? Gut, dann was wäre, wenn du ohne Komplikationen aber nur once in a lifetime entscheiden könntest und müsstest, welches Geschlecht du haben willst. Moment, ich brauche mehr Information. Aha. Das heißt, ich wache morgen auf und dann erscheint jemand und sagt, du such dir jetzt mal ein neues Geschlecht aus? Ja, so ungefähr. Ach, witzig. Hm? Weißt du, was meine erste Was-wäre-wenn-Frage gewesen wäre? Genau dieselbe. Ähnlich. Mhm. Du stirbst und Petrus kommt zu dir und sagt, komm, wir machen hier mit Karma. Du darfst hier nochmal neu anfangen. Aber was willst du? Als was? Petrus macht mit Karma, alles klar. Ich würde aber die Fragen unterschiedlich beantworten, tatsächlich. Ja, ich auch. Das sind unterschiedliche. Oh. Die Petrus-Geschichte würde ich mit einem weiblichen Giraffe vielleicht. Ich habe das jetzt abgekürzt. So, bitte fang doch mal an, Charlotte. Ja, ich fühle mich ganz, ganz wohl in meiner Haut und würde in besagter, dies lebige Haut bleiben wollen würden. So, wenn ich die Haut, beziehungsweise zum Beispiel wie in der darauffolgenden Frage, in einem nächsten Leben wechseln würde und die Wahrscheinlichkeit, dass die Haut so toll ist, wie die ich jetzt habe, sehr gering ausfällt, dann würde ich schon mal sagen, probieren wir mal so die andere Seite aus. Aha. Und, du hast ein realistisches Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Danke. Ich finde aber, mir fehlen immer noch zu viele Informationen. Wie lange darf ich denn die andere Seite ausprobieren? Oder ist das ein Wechsel für immer? Dauerhaft. Once in a lifetime. Du musst die Entscheidung treffen und dann ist es so. Ja, da bin ich aber, ehrlich gesagt, nehme ich da lieber das Unglück, das vertraut ist. Also ich behalte meinen Körper. Mein Selbstbewusstsein ist nicht so hoch wie deins, ja, Leute. Aber das wird bestimmt noch. Vielleicht wäre das als Frau ganz anders. Vielleicht wärst du eine sagenhaft selbstbewusste Frau. Vielleicht würde dich das total glücklich machen. Das könnte sein. Ich muss sagen dazu, als ich 14 oder 15 war, so in der Zeit, da wäre ich auch gerne ein Mädchen, eine Frau gewesen. Denn zu dieser Zeit war mein Eindruck, aus meiner beschränkten Sicht, dass es Mädchen und Frauen sowieso viel einfacher haben als Jungs. Und da hätte ich gerne auf die Seite gewechselt, gerade in Bezug natürlich auf Flirten und das andere Geschlecht kennenlernen und die Ablehnungserfahrungen, die ich als Junge alle gesammelt habe. Also weniger, das stelle ich mir toll vor, sondern das ist weniger scheiße als das jetzt. So. Jetzt hast du es negativ ausgedrückt. Ich glaube, ich war damals schon ziemlich begeistert von der Vorstellung, ein Mädchen sein zu können. Und dann, es fliegt einem alles zu, weißt du, die Männerherzen.
Ich glaube immer noch dran. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe mir vorgestellt, wie unheimlich toll es wäre, wenn ich ein Kerl wäre und die ganzen unheimlich attraktiven weiblichen Wesen meiner Umgebung verführen könnte. Aber die sagen ja alle nein. Ja, nicht bei mir, weil ich wüsste ja, was Frauen wollen. Ach so. Ja, verführen hat sie ja auch gemeint. Das ist nicht so, wie du das versucht hast, Verdanko. Wieso? Ich wollte die alle verführen. Meinst du, die kriegen wir rum? Ein Euro, komm. Du meinst, ich hätte die Sache anders angehen sollen? Ist die Frage, ob du das gekonnt hättest. Dir fehlte ja die weibliche Perspektive. Ja. Und das Auto mit 300. Genau. Und die Driftkennen. Okay. Und die Glatze, ganz klar. Und Streusel. Die Streusel, Fredanko. Petrus, hier würde ich jetzt sagen, komm, der gleiche Körper normal, aber Streusel, Freundchen. Streusel for lifetime. Würdest du deine Frage auch selber beantworten, oder? Ach, wie immer drücke ich mich davor gern. Ich habe tatsächlich gedacht, so, ich weiß gar nicht, keine so richtige Antwort auf die Frage. Mhm. Ich glaube allerdings, also es ist ein zweischneidiges Schwert im Sinne von, auf der einen Seite ist es so, dass ich glaube, dass einige meiner negativen Eigenschaften, die ich ja durchaus habe, auch davon abhängig sind, dass ich irgendwie ein bisschen viel Testosteron habe. Das heißt also, theoretisch wäre es vielleicht ganz geil, dass du so männlich bist. Ui, ui, ui. Und seine tiefe Stimme, hör mal. Ja, eben. Ich hab's versucht, ich komme nicht weiter runter, verdammt Angst. Ja, eben. Ich glaube, dass das mit dem Testosteron ist schon manchmal ein bisschen hinderlich, irgendwie Entscheidungen zu treffen, die clever sind. Wir sprechen uns dann, wenn du in deinem neuen weiblichen Körper zum ersten Mal deine Tage so bekommst und wild schluchzend, ob keines besonderen Grundes, wie Sex and the City schaust und Schokolade nicht reinfrisst. Denn alle Klischees sind wahr. Und genau deshalb denke ich, dass ich dann eher so Agender sein wollte. Also, dass ich dann irgendwie so zwischen den Geschlechtern rumeiern würde. Würde dir da nicht was fehlen? Weiß ich nicht. Das ist vielleicht käme mir ja ganz große Entspannung. Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Und jetzt kommt eben auch das große Aber. Aber was würde das mit meiner Persönlichkeit machen? Die wäre dann ja vermutlich ein bisschen anders als jetzt. Ja. Will ich das? Also vielleicht ist es ja auch so, also ne, dass so ein paar Fehler und Ecken und Kanten und so weiter auch dazugehören. Aber damit kann man sich halt auch ganz schön viel schönreden. Du bitte, wir wollen dich nicht stören. Ich denke manchmal so ein bisschen wehmütig an die Phase, bevor Sexualität eine Rolle gespielt hat, zurück, weil ich mir denke, die Zeit, die man jetzt so allein im Alltag damit verbringen. Aber die kommt ja wieder, die Zeit. Das hoffe ich nicht. So, also ich denke, also es sind ja sehr viele Gedanken, die man über den Tag hat, sind in irgendeiner Form damit verknüpft. So ganz viele Minderwertigkeitskomplexe sind irgendwie darauf zurückzuführen, zumindest wenn ich jetzt nur von mir selbst spreche. Und so, und es dreht sich sehr viel um dieses Thema. Und dann denke ich irgendwie zurück, so an mein 8 Jahre altes Ich und total cool, ich hatte so viel Zeit. Also für Danko, als wir 8 waren, ja, ich weiß nicht, da hatten wir auch noch sehr viel Zeit. Ich glaube, wir hatten auch mit 14 noch sehr viel Zeit. Ja, stimmt. Ich glaube, wir hatten auch mit 17 noch sehr viel Zeit. Wir hatten mit 14 und mit 17 hatten wir ungewollt viel Zeit. Sagen wir es so, wir hätten gerne weniger Zeit. Ich würde sagen, wir haben alles richtig gemacht. Diese ganzen Körbe, die wir einkassiert haben, haben doch letztlich dazu geführt, dass wir eine Sommerferien lang Stunts spielen konnten. Das stimmt, aber jetzt mal anders gefragt. Würden wir es nicht gerne eintauschen? Gegen einmal einen Sommer normal sein, wie alle anderen auch? Ich weiß ja nicht, Verdanko. Was ist schon normal? Ja, ja. Und denk mal drüber nach, wir haben es ja eingetauscht gegen 15 Sommer im Vogtland. Das stimmt. Dagegen das ist es schon stimmt. Upgrade. Deswegen merke ich auch manchmal, ich bin einfach abgehärtet. Mich schockt nichts mehr in der Welt. Wenn du 15 Sommer durchs Vogtland gegangen bist, und die Winter kommen ja noch dazu. So, dann bist du einfach gerüstet fürs Leben. Das ist, also eigentlich sollte so eine Elitensoldatenschule, ne? Die sollte zack. Wie die Schweizer Garde nur fürs Vogtland. Genau, einfach. Die Schweizer Garde ist viel zu harmlos. Französische Fremdenlegion, sowas eher. Genau, so eine Legion. Einfach mal 10 Jahre im Vogtland. Legion. Wir sind Vogtland. Zack. Und ich wette, nach 10 Jahren könnten die Sprache immer noch nicht sprechen. Ja. Das klingt so ein bisschen, als müsste man sich das mal anschauen. Gescher, lad mich mal ein. Ja, Charlotte, du bist eingeladen. Nice. It's that easy. Wir kommen vom Thema ab, ihr wisst es. Ich bin der Moderator und der Zeitwächter. Ich würde gerne noch eben von Charlotte wissen. Die hat eben vor 2 Minuten gesagt, meine Minderwertigkeitskomplexe oder irgendwie sowas.
Ja, worauf magst du hinaus? Als du gesagt hast, einmal noch acht, mit meinem achtjähriges Ich und jetzt mit meiner Sexualität und meinen Minderwertigkeitswahns oder Selbstbewusstseinsschwierigkeiten, was war da die? Wie meinst du das? Das hatte ich nicht ganz verstanden. Wenn du es erzählen magst. Ja, na klar. Also ich denke, dass wir ja einmal grundsätzlich in einer Gesellschaft leben, die von Sexualität unheimlich bestimmt ist und der Selbstwert auch sehr von Sexualität abhängt. Also ihr habt es ja auch gerade selber gesagt. Oh, wir hatten mit 15 und so weiter und das war, wie viele Körper haben wir gekriegt. So, also es macht sehr viel vom Selbstwert aus und dann könnte man natürlich noch sagen, oder sollte man sagen, als Frau in unserer Gesellschaft ist die Definition über deinen persönlichen Sexappeal einfach nochmal stärker ausgeprägt. Also das heißt, ich bin zum Beispiel mit ganz massiven Minderwertigkeitskomplexen bezüglich meines Gewichtes groß geworden, obwohl es überhaupt gar nichts Problematisches war. Ja. So, es war einfach nur nicht untergewichtig. Ja. Ja. So, und das klingt total traurig. Das kennen wir. Wir haben auch so eine Mutter, die das genau so einredet. Und das ist ganz übel. Also ich meine, ich halte mich für aufgeklärt. Ich halte mich für einigermaßen stabil hinsichtlich meiner persönlichen Emotionalitäten und so. Und ich komme aber nicht wirklich darüber weg. Und das ist ganz schräg. Das Thema Sexualität spielt da ganz massiv mit rein, weil wie werde ich von anderen wahrgenommen? Wie werde ich gewollt, gewertschätzt? So, welches Feedback bekomme ich von meinem Gegenüber hinsichtlich meines Auftretens? Also davon hängt ja irgendwie so viel, also diese Fremdwahrnehmung bestimmt ja irgendwie ganz massiv, dass ich für mich vor Augen habe. Also geht es jetzt auch darum, um Bodyshaming praktisch. Da müssten wir darüber nochmal eine Folge machen und dich dann wieder einladen. Ja, aber es ist ja gar nicht so, dass es hat mir niemals in meinem ganzen Leben hat jemand gesagt, oh, du bist fett. So, das hat niemals stattgefunden. Es gab gar keine klaren Aussagen aus meinem Umfeld, aber einfach die Form, wie sich die Umwelt jungen Frauen unserer Gesellschaft gegenüber darstellt, impliziert irgendwie ein automatisiertes, du bist sowieso zu fett. Die ganze Zeit ein Druck, die Werbung verdeutlicht das noch ein bisschen und. Genau. Und das ist, also ich selber, wenn ich mich jetzt so reden höre, dann denke ich irgendwie so, oh komm, es ist Werbung, Mädchen, es ist Film, es ist Serie. Mhm. Okay, jetzt habe ich ein klareres Bild, dankeschön. Und dann kommen wir doch mal zu meiner Frage, weil wir jetzt gerade in diesen ganzen sexualisierten Themenanstrichen herumlaufen, ist meine Frage, geht natürlich direkt darauf. Ich hatte jetzt nichts anderes erwartet. Natürlich. Wir haben hier eine Expertin da muss ich auch mal in die Folien gehen. Ist etwas abgekupfert von Patrick Süßkind, das Parfüm. Was wäre, wenn ihr es schafft, einen Wirkstoff zu entwickeln, der den Menschen, den ihr wollt, quasi abhängig macht von euch, willenlos abhängig, zack, auf euch fokussiert. Ihr habt die Formel in der Hand, das Rezept. Mhm. Und wie geht ihr damit um? Also, Klammer auf, die Physiker von Dürrenmatt, was macht man, wenn man das Wissen hat? Ja, ich hatte Deutsch-LK. So. Deprimierende Ende, oder vielleicht auch gar nicht deprimierende Ende, aber das Ende vom Parfüm irgendwie vor Augen. Also sowohl in Buch als auch in Filmform. Ich muss an der Stelle ein bisschen betrübt zugeben, dass ich nie Probleme damit hatte, Menschen, die mich begeistert haben, von mir zu überzeugen. Deswegen mag ich dich so. Hallo. Oft hast du auch Leute überzeugt von dir, von denen du gar nicht begeistert warst, oder? Mein Deutschlehrer. Oh. deswegen würde ich, glaube ich, mich bei der Frage so ein bisschen enthalten, so, weil die Ego-Politur jetzt nicht so dick aufgetragen werden muss. Gut, das ist akzeptiert. Du bist der Gast. Wer sich nicht enthalten darf, hat jetzt das Wort. Gesha, du bist dran. Ja, ich würde es nicht einsetzen. Was? Ja, Entschuldigung. Ja, wie K.O.-Tropfen. So. Was ist denn das Ziel? Ja, okay, gut. Du bist moralisch integer. Ist in Ordnung. Nein, es geht mir darum, also was habe ich denn davon, eine von mir abhängige Person zu haben? Ja. Also jede Form von Abhängigkeit ist ja mega anstrengend. Und zwar auch für denjenigen, von dem man dann abhängig ist, finde ich. Hat einer von euch den Film Ruby Sparks gesehen? Nein. Nein. Der handelt von einem Schriftsteller, der hat eine Schreibblockade und der fängt an, von einer jungen Frau zu träumen und fängt dann an, über sie zu schreiben und plötzlich taucht sie in seiner Wohnung auf. Und er stellt fest, dass sie tut, was er schreibt. Mhm. Und dann fängt sie an, sich anders zu verhalten, als er möchte. Und er fängt an, sie umzuschreiben und sie in eine Abhängigkeit zu ihm zu schreiben. Und da kommt es dann zu sehr heftigen, obskuren Szenen.
So, und das ist, weil er dann irgendwie merkt, okay, sie lässt mich nicht mehr allein aufs Klo gehen, was soll das ihr los? Es ist ein bisschen anstrengend. Mhm. Das spielt da so ein bisschen drauf an, so der Liebesdrang. Es wäre egal, was das für eine Person ist, aber wenn eine Person irgendwie obsessiv an mir dranhängt, dann, nee, das ist einfach, das ist nicht schön. Ja. Überhaupt nicht. Das ist nicht. Ihr tut alle so, als hättet ihr diese Rezeptur schon empfunden. Das ist einfach unser Naturell. Genau. Ich muss natürlich jetzt ja auch für diesen Podcast sagen, auf keinen Fall würde ich das einsetzen. Zwinker. Okay, also jetzt mal unter vier Augen, Fredanko, wie wäre es eigentlich? Aber das schneidest du raus, ne? Das schneide ich raus, versprochen. Ich weiß nicht, ob ich es in einem schwachen Moment einsetzen würde, aber was ich weiß, ist, dass ich mich danach nicht gut fühlen würde. Das kann ich ziemlich genau sagen. Nach dem Euro? Nach dem... Genau nach dem. Es wäre zwar ehrlich verdient, es wäre nicht ehrlich verdient. Es wäre ehrlich verdientes Geld. Es wäre Blutgeld. Es wäre schlimmer als Blutgeld. Parfümgeld. Aber wie geht es denn der Person danach? Also die Person, die du dort verführen, kann man ja eigentlich nicht sagen, sondern die du dort derartig manipulierst, dass sie eben komplett abhängig von dir ist. Also nachdem sie alles tut, was du möchtest, gibt es dann irgendwann dieses böse Erwachen oder ist das einfach ein dauerhafter Zustand, in dem diese Person bleibt? Ich habe diese Frage nicht bis zum Ende hindurch konzipiert, wie so oft, ehrlich gesagt. Wie so oft? Ich dachte, wir gucken mal, ob sich was ergibt, aber offensichtlich müssen wir uns einfach nächstes Mal einen perversen Triebtäter in die Sendung einladen und dann werden die Gespräche ganz anders. Genau, der Frauenschläger. Ja. Genau. Ja, Also, kurze Geschichte dazu, passt auf. Ich habe als, stellt euch vor, ich bin wieder 15, 16 so, oh, da ist ein ganz tolles Mädchen, ha, hallo, ich bin... Ruhe, geh weg. Ruhe, geh weg. So, und man sammelt wieder die Körbe und dann lief im Fernsehen eine Sendung, so Knight Rider Niveau. Und der Plot war, und ich weiß immer noch, was der Plot war, da war ein Typ, der war relativ reich und der hat sich vorgenommen, alle Gewässer der Erde oder ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber zu vergiften. Und vorher hat er sich 100 schöne Frauen, was war das für eine Sendung, eingeladen, zu ihm auf eine einsame Insel zu kommen. Also der Plan war, ich töte einfach alle Menschen außer 100 schöne Frauen und mich selber auf einer Insel. So, und ich mit 14, 15 sah ich das und dachte, er ist so klug, dieser Mann. Er ist genial. Er hat den Plan. So, wenn es ein Rezept gibt, dieser Mann hat. Falls jemand übrigens weiß, welche Sendung oder Film das war, gerne schreibt es in die Kommentare. Das wüsste ich gerne mal. Keine Ahnung. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sich seitdem einiges bei dir getan hat im Leben, Fredanko. Ja, seitdem mein Physikstudium und Chemiestudium abgeschlossen ist, hat sich da eine Menge getan. Moment, das Wasserwerk ruft gerade an. Du wohnst gerade am Rhein, oder wie war das? Ja, okay. So, wir kommen zu einem Musikwunsch und zwar von der Sängerin Celine. Das Album heißt Instinct, also EP kann man ja eigentlich nur sagen, mit ihren 8 Tracks. Dauer ist etwa 23 Minuten und wir reden drüber. 8 Songs? Ja, kann man schnell mal durchhören, finde ich. Was ist so dein, vielleicht so ersten Eindruck von dem, was du gehört hast, bevor wir näher in die Songs reingehen? Ich fand es auf jeden Fall angenehm, dass dort eine Frauenstimme moderne Popmusik gemacht hat und ohne Autotune. Das fand ich irgendwie. Ist das ungewöhnlich? Ja, also ich kenne das sonst nicht mehr. Ohne Autotune ist schon sehr ungewöhnlich, finde ich. Also die Frau kann singen. Mhm. Und genau, also das fand ich auf jeden Fall relativ gut. Wusstest du, dass sie 20 Jahre alt ist? Nein, habe ich nicht gewusst. 21. Die ist im 2000 geboren. Ja. Die ist jünger als ich weiß nicht, Charlotte, ist die jünger als du? Ja. Ach was. Siehste. Ein Mühlchen. Ja, Charlotte, was sagst du denn zu der EP, zu dem Album?
Ich fand, es war ein sehr angenehmer Mischmasch, wo ich irgendwie die Gefühlspalette einmal rauf und runter bin von oh zu ja, das gefällt mir, zu okay, das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen öde. War irgendwie alles dabei und ich kam mir gut unterhalten vor, vor allem, weil es ja wie ihr auch schon richtig angemerkt habt, sehr komprimiert ist. So diese 23 Minuten, das macht man irgendwie einmal, während man eine gute Pasta macht und hat einmal irgendwie alles erlebt, was man so an einem Nachmittag erleben kann. Eine Pastalänge. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie bei zukünftigen Pasta-Experimenten nochmal von mir aus anmachen würde, weil ich glaube, ich bin wieder 14, 15, 16, fahre mit dem ersten super coolen Typen an der Schule, der ein Auto hatte, rum und für mich wieder tollste Mensch der Welt. Mhm. Vibe war irgendwie da, aber nicht so ausgeprägt, dass ich sage, das muss ich mir geben, weil es war halt irgendwie auch noch zu viel Herzschmerz und Melancholie dabei. Denn nicht unbedingt. Außerdem war ich gar nicht an deiner Schule. Den Geschmack getroffen hat. Ja, warum nicht, Fredank? Wo warst du? Wo warst du, als ich in der siebten Klasse... Na, egal. Ich hatte auch ein Kloauto. Oh. Nicht ein Kloauto? Das Kloauto. Ich weiß, mit bananenförmigen Sitzen. Ich erinnere mich gut. Ich habe das Album einmal gehört, als ich nachmittags mit meinem Sohn spazieren war. Also während das Baby in der Trage geschlafen hat. Vorpubertäres Training. Vielleicht müssen wir es... Nee, es ist sehr vorpubertär. Vorpubertär. Das heißt, ich konnte mich auf die Musik einlassen. Es war nachmittags und ich habe diese CD gehört und ich dachte, sagt mir jetzt alles nichts. Mhm. So, geh erstmal so ran. Und dann dachte ich, nee, wir sprechen ja über die CD dann oder die 8 Tracks, da kannst du ja nicht einfach sagen, ja, nee, sagt mir alles nichts. Also musst du es nochmal hören. Dann habe ich es am nächsten Tag nochmal gehört auf dem Weg zur Schule und auf dem Fahrrad und da haben mir die alle sehr viel besser gefallen. Vielleicht war es auch, also morgens, früh morgens, vielleicht ist es so ein bisschen tagesformabhängig. Mhm. Und dann habe ich die nochmal gehört, als ich von der Schule wieder zurückgefahren bin und da war es wieder so, okay. Mhm. Mhm. So. Okay. Und dann habe ich sie noch zweimal mehr gehört, aber das war so dieses Auf und Ab. Und ich dachte, während ich dann hinfahre, dachte ich, man muss einfach manchen Liedern mehr Chancen geben, sonst hättest du gesagt, hier, Vielleicht sollten wir auch gar nicht über dieses Album sprechen, sondern über dich, Fredanko. Bitte. Gib uns mehr Fredanko. Bitte. Ich finde, wir sollten mal einige Frauen einladen, die alle über mich sprechen. Und dann kann ich vielleicht endlich der Mensch werden, der tief in mir drin steckt. Warum denn nur Frauen, Fredanko? Das ist auch schon wieder ganz der falsche Ansatz. Wir brauchen hier Diversität. Ich weiß nicht. Danke. Ich weiß, aber was hat mir denn Gesha gebracht in all den Jahren? Wenn er jetzt eine große Schwester gewesen wäre, wäre das nicht... Was ich gebracht hätte dir in all den Jahren? Ja, Geschwister-Talk, Fredanko und Gesha. Ich bin bereit zu moderieren. Ding, 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 ding. Wir kommen immer vom Thema ab, aber es ist... Wieder so eine Wrestling-Folge, ich merke schon. Gut, wollen wir mal ein bisschen mehr ins Detail gehen? Ja, wir gehen mal zu einigen Songs vielleicht mal direkt rein und dann können wir dazu was sagen. Gesha, möchtest du mal vielleicht dein Highlight sagen? Wo du sagst, mein Herz geht auf. Ich hab drei bemerkenswerte Sachen, oder vier, weiß ich gar nicht. Also gleich der erste Song, den fand ich dahingehend bemerkenswert, dass der Refrain erst ganz lange, also nach 2 Minuten kam der Refrain, also 2:38 geht der ganze Song nur. Dämonen ist das, ne? Dämonen, richtig. Da fand ich den Aufbau auf jeden Fall schön. Wo sie singt mit der, und die Sonnenbrille trage ich nicht, weil die Sonne scheint. Ja, ich denke schon. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hoffe doch. Da kam auf jeden Fall der Reim drin vor. Druck nicht klar, unsichtbar. Fand ich sehr schön. Dann gab es 2 Songs, bei denen ich eine Art Ohrwurm danach hatte. Und zwar von ihrem Flow. Nicht so sehr von der Melodie, auch nicht von den Wörtern, die sie gesagt hat, oder gesungen hat, sondern eher so, wie sie diese Wörter gesetzt hat. Und zwar einmal Blue Jeans und bei Teil nicht mit euch. Ja. Ich könnte jetzt noch auf andere Sachen eingehen, aber das sind Kleinigkeiten. Ich lasse euch jetzt erstmal. Nein, das machst du nicht. Ich würde den Staffelstab übernehmen, gucke aber in Charlottes Richtung, ob die sich meldet. Ich nicke dir ganz freundlich zu und verweise auf ein kleines bisschen später. Gut, dann wirfst du mir bitte mal den Sprachstock zu, Gesha. Ja, gerne. Hier, bitte. Fang mal mit dem Mund, bitte. Danke. Also, ich wollte sagen, dass ich diesen ersten Track Dämonen auch sehr mag. Das ist ein sehr schöner Opener. Wobei mir da das Rappen zu kurz kommt. Mhm. Ich finde es nicht schlimm, aber sie singt sehr viel, was sie kann. Deswegen höre ich mir das gerne an. Ich war aber überrascht, als ich dachte, oh, es wird ein Rap-Album und dann mache ich das als ersten Track an und denke,
ist das wirklich das, was ich mir jetzt vorgestellt hatte? Aber er hat mich angesprochen. Und genau das mit dem Flow sehe ich deckungsgleich wie du. Und gerade auch dieses Teil nicht mit euch, genau da ist es mir auch besonders positiv aufgefallen. Da musste ich ein bisschen an Kool Savas denken, wenn der manchmal mit so seinen Silben so so rauf und runter geht. Das hat mir sehr gut gefallen. Das sind auch diese beiden Stücke ohne Blue Jeans sind welche, die mir besonders gut gefallen haben. Der dritte, der mir besonders gut gefallen hat, war Blessed, der letzte Track von den ganzen. Weil ich mich da auch sehr angesprochen gefühlt habe. Also das war so der Track, wo ich dachte, das ist jetzt auch so ein bisschen das, was ich hätte rappen können, von dem, was sie da singt, vom Text her. Deswegen hat er mich angesprochen. Ich würde mich... hallo, da bist du ja. Hallo, Stock. Du redest sogar mit dem Stocki. Ich habe eine ganz schräge Art, alles zu vermenschlichen, was mir so vor die Füße kommt. Ich kann bis heute meine Kuscheltiere nicht weggeben, weil ich würde mich ewig schuldig fühlen. Okay. Und ich weiß noch, früher bei Monopoly, da gab es den einen Geldschein, der hatte so einen Riss und den habe ich immer mir als allererstes gegeben, weil ich nicht wollte, dass er sich schlecht fühlt, weil er einen Riss hat. Charlotte und ich haben schon mal Monopoly zusammen gespielt und ich glaube, da hattest du auch diesen Geldschein, oder? Ja. Sie hat uns alle abgezockt. Ja, der orangene Zehntausender. Ich finde es gut, dass du soziale Arbeit studierst. Ich glaube, das ist passt sehr gut. Ja, diese Kombination aus Monopoly und sozialer Arbeit, Das ist eine sehr gute. Worauf ich hinaus wollte, ich gehe mit, was Dämonen angeht. Mir hat da sehr gut gefallen der Instrumentalanteil mit dem Klavier. Ich fahre unheimlich auf Klavier ab, so ohne dass da jetzt großartig irgendwelche Beats hintergelegt werden müssen. Das fand ich schön, dass es auch einen Track gab, der einfach so für sich stehen konnte. Und Blue Jeans hat mir auch sehr gut gefallen, eben genau wegen diesem irgendwie eingängigen sich zurücklehnen und das auf sich wirken lassen und aber das auch irgendwie mitfühlen. Also man hat nicht das Gefühl, okay, ich mag jetzt hier einschlafen, sondern ich mag eigentlich ja nicht tanzen, dieses so ein bisschen Sitztanzen. Mhm. Ich weiß mit nicht, dem Kopf ob ihr das vor Augen habt. So ein bisschen sich genau oder sich hin und her enthusiastisch hin und her wiegen. Was mir dabei sehr gut gefallen hat, waren die Verbindungen aus Gefühlen, Erlebnissen und Farben. So bunte Scheine, gelbe Briefe, blaues Licht im Spiegel. Danke. Ich fand, das war ein sehr schönes Stilmittel. Und das habe ich mir auch sehr gerne öfter angehört. Also das mit den Farben fand ich auch super. Das Einzige, was ich da eben, also man muss dazu sagen, in dem Refrain kommt halt grüne Blüten in der Blue Jeans. Lila für die Miete, für Mama rote Rosen, wegen all der bunten Briefe, am Auto schwarze, gelben Briefe, am Auto schwarze Scheiben, doch kein Blaulicht im Spiegel. Und da habe ich halt gedacht, okay, blau ist jetzt doppelt, müssen wir abziehen, aber ansonsten sehr schön. Und du bist eiskalt. Will ich nicht in der Jury haben, wenn ich eines Tages vor dem Jungs stehe. Ja, also da hat sie zweimal was Grünes zusammen angehabt. Schicken wir sie runter. Mit beiden Kuscheltieren geredet, das müssen wir eins abziehen. Nein, ich will eins abziehen. Ich bezahle dich mit diesem Monopoly-Schein. Nee, dem nicht. Ja, wo hattet ihr denn vielleicht Probleme? Insgesamt gesehen oder bei einem Track? Die Liebessongs fand ich nicht so geil. Also überall fand ich irgendwie nicht so cool. Ja. Oder auch, ich weiß nicht, zu Besuch. Ja, das waren so Songs, die mich nicht so sehr abgeholt haben. Ich hatte halt das Gefühl, es war so ein bisschen diese weibliche Teenie-Emotionspalette. So angefangen mit, oh, das ist in mir drin schwierig und oh, das ist da draußen irgendwie bei anderen Leuten schwierig und oh, das ist nicht so schwierig und oh mein Gott, für diese Dinge bin ich dankbar. Das hat mich so ein bisschen genervt, weil ich hatte das Gefühl, es war so ein bisschen verkrampft, alles abdeckend. Ich finde es eigentlich schön, wenn man die Emotionspalette ein bisschen reduziert. Also ich war zu sehr in meinem eigenen Halb-Depri 14 Jahre ich drin beim Hören des Albums, das an einem Tag irgendwie von oben nach unten und wieder zurück in die Mitte geschoben. Interessante Aussage auch. Also ich finde es schön, wenn man seine Emotionspalette ein bisschen reduziert. In Ordnung. Sehe ich es mal, wenn irgendjemand ausrastet oder sowas, dann werde ich das auch sagen. Entschuldigung, könntest du deine Emotionspalette ein bisschen reduzieren?
bitte. Ich hab sie auf Wut und Hass reduziert. Ja, Übung macht den Meister. Viel Spaß. Franco, mit welchen Songs hast du am meisten Probleme? Ja, ich würde nicht sagen mit den Songs. Also ich habe mit ihr vielleicht ein Problem. Dann solltet ihr das mal unter vier Augen klären. Reduzier mal die Emotionen. Ja, Entschuldigung. Deine Songs finde ich gut, aber du, geh mir aus der Sonne. Ich habe dann mein Video von dir gesehen. Heißer, das geht ja gar nicht. Ich habe das ja gehört und dann dachte ich, okay, warum spricht es mich nicht an, jetzt im Gesamtpaket? Ich habe ja euch die drei Songs gesagt, die ich gut fand, aber warum spricht mich das grundsätzlich jetzt nicht an? Es ist Musik, wenn sie im Radio laufen würde, ich würde es nicht ausmachen. Ich würde nicht sagen, boah, das kann ich nicht hören. Überhaupt nicht. So, das ist ja auch gut abgemischt. Sie kann singen, sie kann rappen, das ist alles gut. Aber trotzdem spricht es mich nicht an. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt es? Und dann stelle ich mir die Frage weiter, wenn sie jetzt zu mir kommen würde und würde sagen, hey, ich habe gehört, du magst meine Musik nicht. Was soll ich ändern? Ich könnte es ihr nicht sagen. Großer Fredanko. Fredanko könnte nicht sagen, du hör mal zu, die Reime sind mir zu blöd oder das ist mir. Nee, es ist einfach, das ist schon alles gut so, aber es ist trotzdem, spricht es mir nicht an. Kann ich das so sagen? Darf man das so stehen? Das kannst du so stehen. Also ich hätte da trotzdem noch eine Nachfrage. Und zwar bitte. Ist ja, ich sage mal, zum Beispiel Kusavasch, den hörst du ja auch mitunter. Ja, ja, also er hat eine eingeschränkte Palette an Themen, die er beackert. Er redet seltener übers Fischen zum Beispiel. Ja. Ja. Das hat mir bei Celine gefehlt. Das hätte es vielleicht ausgemacht, Fredanko. Einfach so ein Song übers Fischen, meinst du? Ja. Ja. Hätte mich auch überrascht. Hängt euch an. Also einfach so ein Storytelling-Song übers Fischen. Okay. Ich hatte jetzt bloß gedacht, warum holt dich zum Beispiel jetzt Kool Savas mehr ab als Celine? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin selbst noch im Prozess. Aber vielleicht ist es ja genau der Punkt, dass ich alle Songs, man hat das Gefühl, alle Songs nehmen sich sehr wichtig. So. Und man bekommt wenig Freiraum, einfach mal Luft zu holen, ein bisschen zu kichern und sich zu denken, da hat sie mich ja gekriegt. So. Also vielleicht ist es genau dieser Song übers Fischen, der das Album sympathischer gemacht hätte, weil einfach. Wir sollten ihr eine E-Mail schicken. Wir haben zu dritt was herausgefunden. Ein Song übrigens fehlt. Übrigens, Celine, das Fischen. Also ich weiß nicht. Charlotte, da würde ich dir jetzt widersprechen wollen. Aber ich habe dich auch unterbrochen. Aber das ist okay. Drehst du noch zu, ja? Also ich habe tatsächlich den Eindruck manchmal gehabt, gerade so als ich das erste Mal gehört habe, dass das irgendwie kurz am Schlager vorbeigeschrabbelt ist. So, also weil die Melodien und die Harmonien auch so eingängig sind und die Texte eine bestimmte Welt relativ, ja, also es ist eben nicht trivial, aber es könnte, wenn man ein paar Sachen austauschen würde oder sowas, dann könnte es trivial werden. Und meiner Meinung nach hat sie das hingekriegt, aber ich hätte jetzt auch gesagt, wenn du sagst, Fredanko, ich wüsste nicht, was ich ihr sagen könnte, so von wegen, was sie anders machen sollte, dann wäre das für mich irgendwie so, dass ich denke, die ist jetzt 20, lass die mal irgendwie noch 2, 3 Alben machen. Ich glaube, das entwickelt sich dann vielleicht einfach. Das sollte überhaupt nicht von oben herab wirken. Ich frage ja für mich selber, ne? Ich glaube, das ist auch ihr erstes Album und das ist halt für ein Erstlingswerk schon extrem gut. Aber da ist tatsächlich eben noch Luft nach oben, einfach mit vielleicht der Routine kommt das dann vielleicht auch. Ich kann auch noch mal zum Klangbild was sagen. Gerne. Ich fand das sehr interessant, weil also alles ist sehr, sehr klar. Gerade bei Dämonen zum Beispiel oder auch bei anderen Songs ist das Schlagzeug sehr reduziert. Es ist da, aber ja, nicht so vordergründig. Was aber die ganze Zeit da ist, ist immer ein Basston. Also ich weiß nicht, wie ihr das gehört habt, aber sobald man irgendwie einen Kopfhörer oder Boxen hat, die Bässe gut wiedergeben können, dann ist immer der Grundton als Basston da. Und zwar ohne rhythmische Veränderung oder sowas, sondern der ist einfach immer statisch, ist immer der Grundton im Bass da. Aha. Und da habe ich irgendwie gedacht, da könnte man auf jeden Fall rhythmisch noch ein bisschen was machen oder irgendwie einen Basslauf oder sowas. Das fand ich ein bisschen einseitig. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass es ein schöner Basston ist. Also der macht es nach unten hin auf jeden Fall voller und runder, aber ist es eben wenig abwechslungsreich. Und später bei den anderen Songs, also bei den Songs, die so ein bisschen trappiger werden, also so gerade was die Hi-Hat angeht und so weiter, da fällt er nicht mehr so doll auf. Aber bei den Songs, die diese Trap-Elemente nicht drin haben, da fand ich den Bass tatsächlich ein bisschen zu eintönig. Ich kann zu der musiktheoretischen
Ebene überhaupt nichts beitragen, aber du hast das sicherlich großartig gemacht. Ich fand, was du davor gesagt hast, so zusammenfassend hinsichtlich ihrem Status im Bereich Musik und die Alter und so weiter, ich fand, das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst und irgendwie sehr wertschätzend. Das hat mir gut gefallen. Ich schließe mich an. Auch das, was Kesha gesagt hat, sage ich. Auch das mit der Wertschätzung ist mir wichtig. Ah ja, okay. Sie was. Aber deswegen habe ich das am Anfang ja auch nochmal gesagt. Die ist 20. So, meine Songs mit 20 waren, die will ich jetzt nicht hier vorsingen, aber. Ich wollte gerade sagen. Gib dir einen Euro, gib mir. Genau. Nur einen Euro, du bist nur ein Euro wert. Yeah. So, die wären halt auch nicht besser gewesen. Ganz und gar nicht. Gut, an dieser Stelle sollten wir vielleicht dann Anita nochmal spielen. Bitte nicht. Ich möchte aber jetzt noch einmal, wir haben ja extra eine Künstlerin, das Thema ist ja Frauen und wir haben ja extra eine Künstlerin rausgesucht, und ich bin immer noch, und helft mir da gerne, indem ihr mir Angebote macht, immer noch finde ich Männerstimmen beim Singen für mich ansprechender als Frauenstimmen. So, wenn ich mein Repertoire durchgehe von Künstlern, von Musikern, Popmusikern, die ich mag, dann sind das 80% männliche Stimmen. Vielleicht sogar 85%. Das ist interessant. Also ich weiß nicht, was ich dir da für ein Angebot machen soll. Ja, du kannst mir Sängerinnen sagen, bei denen du sagst, hier, das könnte deinen Geschmack treffen. Ja, wenn es einfach nicht dein Geschmack ist, dass du Frauenstimmen eher nicht magst, okay. Ich sehe das relativ neutral. Ich finde es immer interessant, dass es offensichtlich eher eine männliche Domäne ist, auf der Bühne stehen zu wollen. Also das gibt es auch als Frau, aber das scheint prozentual ja dann doch eher Männer auf die Bühne zu bringen. Gerade wenn es auch dann um Instrumente geht. Also meistens ist es ja dann auch so, dass du irgendwie eine Band hast oder sowas, bei der dann irgendwie, weiß ich nicht, drei Typen sind und die Frau singt oder sowas. Cranberries, danke. Und ich weiß noch, ich erinnere mich noch daran, dass ich damals irgendwie so den ersten Song aufgenommen hatte und ins Internet gestellt habe. Und da kam als Feedback dann, Mensch, lass den eine Frau singen und dann wird's ein Hit. Okay, sorry. Das war irgendwie relativ kitschiger Song, bei dem ich dann einfach aus Scheiß am Ende so eine Drum-Bass-Passage mit reingepackt habe, die da überhaupt nicht hingehörte. Ich denke, das hätte ich auch weglassen müssen, damit es ein Hit wird. aber da bekam ich auf jeden Fall als Rückmeldung. Also eine Frau hätte es gerockt. Eine Frauenstimme, das wär's noch, ja. Genau. Ja. Ich habe mir die Frage noch nie gestellt, bevor du sie jetzt gerade gestellt hast. Habe dann mal ganz kurz mein Repertoire von meinem geistigen Auge durchfahren lassen. Und ich glaube, man kommt am Ende etwa aufs Gleiche raus. Freut mich. Wie sieht's, Nachfrage, wie sieht's bei Hörbüchern aus? Also hat ihr es lieber, wenn ein Mann etwas vorliest oder eine Frau? Auch hier tendiere ich nämlich ganz klar zu einem Mann. Ja. Ich hab's lieber, wenn mir ein Mann etwas vorliest. Also eine Also bei mir ist es genauso wie bei der Musik auch. Da habe ich eine gewisse Parität irgendwie in meinem Geschmack. Allerdings, es gibt schöne Stimmen und es gibt nicht so schöne Stimmen. So. Und also zum Beispiel finde ich deine Stimme, Fredanko, viel schöner als meine eigene. So. Und wir sind beide Typen. Echt? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber es heißt doch, wir haben eine ähnliche Stimme, hieß es doch mal. Ja, aber du hast ja diesen Asthma-Bonus. Stimmt. Wer möchtest du, Charlotte, wer soll dir heute die Gute-Nacht-Vorgeschichte vorlesen? Gesha, ich oder eine weibliche Stimme? Ich möchte, dass ihr beide lest und die Charaktere unter euch aufteilt. Und jeder Charakter braucht aber eine eigene Stimme. Gut, ich bin Tim, du bist Struppi. Ich höre tatsächlich gar keine Hörbücher, weil ich finde, Vorleser nehmen mir zu viel Fantasiespielraum, weil sie einfach Vorgaben machen zu Geschichte, zu den diversen Rollen und so weiter. Das nimmt mir zu viel weg. Aha. Guckst du dann auch keine Verfilmung? Nee, du hast vorhin gesagt, Parfum hast du auch als Verfilmung geguckt. Haha. Ja, aber ich schaue sehr genau. Von Büchern, die ich wirklich, wirklich, wirklich gerne mag, schaue ich die Filme nicht. Also Beispiel die Eragon-Reihe. Da gab es eine Verfilmung. So, da habe ich 5 Minuten geschaut und dann habe ich es ausgemacht, weil ich gemerkt habe, das ist ganz eklig. Oder auch die Tintenherz-Reihe von Cornelia Funke, da gibt es eine Verfilmung vom ersten Teil im Deutschen. Habe ich nie geschaut, so, weil ich habe nur das Titelbild gesehen und wusste, so,
Ich finde, da muss man Abstriche machen können, um seine Liebe so rein wie möglich zu erhalten. Oha. Ich finde, das ist der perfekte Schlusssatz. Abstriche machen, um die Liebe reinzuhalten. Ab jetzt bringen wir unseren Podcast nur noch als Transkript raus. Und könnt euch da reinlesen. ja, auch eine gute Idee. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, es kann nicht mehr schöner werden. Charlotte, wir bedanken uns in aller Form, dass du uns ein bisschen aufgeklärt hast. Oh ja, diese Übergriffigkeit gestehe ich dir neidlos zu. Im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten. Ich bedanke mich in aller Form, dass du mir so oft zur Seite gestanden hast. So ein bisschen Händchen gehalten haben wir ja schon jetzt, ne? Also mental. Kleines bisschen, ja. Es war mir ein großes Vergnügen, mit euch diesen Podcast füllen zu dürfen. Eine Ehre und ein Privileg. Oh. Ihr seid ganz angenehme Gastgeber und ich kann nur jedem empfehlen, auf eine Einladung von euch entsprechend zu folgen. Hier, hört. Jetzt habe ich Gänsehaut auf der Gänsehaut. Oh. Charlotte, du hast wie alle anderen Gäste bei uns auch ein letztes Wort. Also so, du hast dich eben schon bedankt und so weiter, aber hast du für unsere HörerInnenschaft noch irgendetwas, was du sagen möchtest? So ein Gedanke, eine Idee oder so etwas, was du der Allgemeinheit mitgeben möchtest? Vielleicht möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass ich ja nur aus meiner kleinen Ich-Perspektive und Ich-Welt gesprochen habe, dass es sehr gut sein kann, dass Leute ganz andere Dinge zu sagen gehabt hätten und auch viel fundiertere und viel weisere Dinge als ich. Und dass ich jedem anrate, das entsprechend zu reflektieren, gerne euch entsprechend in die Kommentare zu hauen, wenn ich irgendwas verbockt habe oder sich ganz kurz zu konzentrieren, einen sagenhaft fiesen Gedanken in meine Richtung zu schicken und ich bemühe mich, den mental unschuldbewusst aufzufangen. Alles klar. Wenn wir keine Kommentare lesen, dann hast du alles richtig gemacht. Kesha, dann darf ich jetzt zu dir überleiten und sagen, hast du einen Song für uns? Ja, ich denke schon. Dann hau rein. Ich hau rein. Mai, Grüße gehen raus. Tschüss. Ich weiß nicht, was du tust. Dein ich entfloh.